So, yay, Bitches. Herzlich willkommen zu einer weiteren Streaming-Session mit eurem Porno Pony Lords. Alrighty. Ja, heute gehen wir es an. Heute steigen wir ein in die Welt und die Geschichte von Resonance of Fate, End of Eternity. Nennt's wie ihr es wollt. Ich habe mitbekommen, das Ding hat zwei unterschiedliche Namen gekriegt. Habe ich persönlich kein Problem damit. Ja, ich will nicht allzu viel über das heutige Projekt verlieren. Ich habe vor vielen Jahren mal mitgekriegt, das soll ein tolles Spiel gewesen sein, das komischerweise einfach niemand wirklich kennt oder das nicht allzu berühmt geworden ist. Es ist ein Geheimtipp von RPG-Lern, die auch eher so auf Richtung Final Fantasy gehen. Und ich habe Final Fantasy ziemlich krass gemocht. Deswegen habe ich mir auch gleich gedacht, ey, wenn ich das irgendwann mal sehe oder weiß, dass es das irgendwann mal gibt, ich brauch's. Ja, und jetzt gibt es seit kurzer Zeit auf Steam mit sogar einem Rabatt in neu aufgelegter 4K HD-Grafik. Hat man sich extra runterladen müssen dazu. Hat nochmal extra 30 GB gekostet. Ich bin scheißfroh, dass ich fertig geworden bin damit. Aber was soll's. Das Ding ist bereit. Fürchtet euch übrigens nicht, wenn ich das Spiel jetzt gleich im Fenstermodus starte. Es scheint auch nicht hundertprozentig für die PC-Umsetzung funktionsfähig zu sein. Ich habe versucht, es schon mal im Vorfeld einzustellen mit Vollbild, mit auflösender Grafik und alles drum und dran. Es hat das Ganze nicht gespeichert. Dann habe ich das Ganze nochmal probiert. Habe das Spiel angefangen, allerdings alles einfach, jede Sequenz, die gekommen ist, habe ich sofort übersprungen. Ich will gar nichts wissen jetzt am Anfang von dem Spiel. Ich will das alles blind und völlig, völlig noobartig erleben. Kam in den ersten Bereich, irgendwie so von Haus mit Zahnrädern, super schön. Hab dann das Spiel beendet, hab nochmal reingeguckt und die Einstellungen waren wieder zurückgestellt. Also es wird wieder im Fenstermodus starten. Ich bin zu fies und lasse euch das Intro gerne als Fenstermodus mal da. Ich kenne das Intro selber noch nicht von dem Spiel. Ich kenne so gut wie gar nichts von dem Spiel. Ich habe mich schlau gemacht, wie es genau funktioniert, was da ungefähr geht. Aber viel weiß ich nicht. Das finde ich gut. Das ist endlich mal wieder ein Projekt, wo ich ganz genau weiß, dass ich nichts weiß dazu. Das ist schwierig zu erklären, aber das gibt's. Und das ist nur positiv zu betrachten. Ja, das Ganze wird auch im Nachhinein dann auf dem YouTube-Kanal von Pornopoilutz hochkommen. Also leite ich jetzt quasi im Moment zwei Streaming-Projekte neben Stalker Call of Chernobyl, das immer jeden Freitag um 20 Uhr von mir gestreamt wird für 2-3 Stunden. Versuche ich jetzt quasi auch dieses Spiel mit dem Stream unterzubringen, unterzuordnen. Ich habe Lust drauf, es freut mich sehr und ich hoffe natürlich auch, dass es euch sehr gefallen wird, wenn ein paar Leute noch mit dazu joinen. Wer weiß. Vielleicht sieht mir keiner zu, ist auch nicht schlimm, ich werde trotzdem einfach kommentieren, so als wären 100.000 Leute da, weil später landet das Ganze auf YouTube und dann ist es für mich persönlich ganz wichtig, dass ein Commentary von meiner Seite auch da ist. So, ich warte noch, bis es Intro-Video von mir fertig ist. Dann zeige ich euch das Ganze zum Starten und warum es im Fenstermodus nochmal startet. Dann gehen wir kurz die Einstellungen durch, damit alles passt, alles super ist. Und den Rest sehen wir dann. Ganz einfach. Ganz einfach. Wir gehen jetzt voll entspannt an, voll chillig, ohne Probleme. Habe ich kein Problem damit. Erwartet keinen Speedrun, erwartet nichts Hochprofessionelles von meiner Seite, dass ich jetzt das Spiel innerhalb der ersten Viertelstunde komplett in- und auswendig kenne und kapiere, was da genau abgeht. Es wird wahrscheinlich passieren, dass ich öfters mal fehle. Ich habe nämlich in ein paar Quellen gelesen, dass es einerseits sehr abwegig von einem üblichen Rollenspiel sein soll. Und ich habe in anderen Quellen wiederum gelesen, dass es auch sehr schwierig sein soll. Ihr kennt mich,
Ihr wisst, wie ich mit schwierigen Situationen in anderen Spielen umgehe. Eher nicht gut. Also kann das ja nur gut enden heute. Aber wir werden schon sehen. Rechne mal damit, in diesem Streaming-Projekt wird es öfters auch mal da so zugehen, dass ich einfach nur querfeldein renne, grinde, hochlevele, Geld sammle, dass ich dann für irgendwelche Ausrüstungsgegenstände hergebe wieder. Dass viele Situationen, dass es nicht eine straight Linie gibt von der Story, sondern dass wir hin und wieder mal einfach dastehen und nichts tun quasi. Oder was heißt nichts tun? Wir tun ja was. Aber wir tun nichts Geschichtsmäßiges, Vorantreibendes, sondern einfach nur hochleveln. Ist wichtig in einem RPG-Spiel, dass man das tut, dass man das nicht vernachlässigt, sonst stehst du irgendwann auf der Schippe. Und in einem JRPG ist das sogar nochmal extra unterstrichen. Ja, das ist... Ich habe das in Final Fantasy schon mitkriegen dürfen. Ich habe das 12er noch nicht durchgespielt. Ich habe es sehr genossen, aber ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft, den 12. Teil weiterzuspielen, weil ich am Schluss sowas von leveln musste, dass ich es nicht mehr gepackt habe. Bin ich gespannt, wie das hier genau ablaufen wird. Ich meine, hier spiele ich ja nicht gerade jetzt für mich selber oder ich erlebe das Spiel für mich selber, sondern ich mache es ja extra jetzt als Projekt. Da ist also noch ein extra Grund dahinter, wieso ich mich ins Zeug reinlegen sollte. Aber nichtsdestotrotz, was genau passieren wird, ob ich dieses Projekt am Leben halten kann, werde, soll, würde, das wird sich wohl oder übel erst noch zeigen. Ganz klar ist, Stalker Call of Chernobyl bleibt bestehen. Also für euch da draußen, die jetzt eigentlich lieber gerne Stalker Call of Chernobyl sehen wollen, da kommt, das ist unterwegs natürlich, keine Sorge, das lasse ich nicht fallen. Aber ich habe einfach auch ein bisschen Lust auf was nebenher. Das ist einfach so. Ich liebe Stalker und die letzte Streaming-Session hat wieder mal bestätigt, warum ich Stalker so sehr liebe. Wirklich. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, bitte guckt euch die 4. Streaming-Session von Call of Chernobyl an. Ich habe es mir im Nachhinein angeschaut, die besonderen Stellen. Ich habe geweint vor Lachen. Ich habe geweint vor Lachen, wie ich mich da habe teilweise echt gehen lassen. Und ich liebe dieses Spiel. Und ob ich dieses Spiel heute lieben werde, Resonance of Fate, das, Ladies and Gentlemen, finden wir jetzt raus. Ich spiele das Ganze hier mit Controller. Den starte ich jetzt mal. Denn... was mir schon mal aufgefallen ist, ist die Tatsache, ich mache jetzt erstmal hier ganz genau das hier weg, ist die Tatsache, dass wenn ich das Spiel mit der Tastatur anfange zu spielen, kann ich nicht mehr auf den Controller rübergehen. Wir starten. So, das Ganze boomt sich schon mal nach oben. Das ist sehr schön. Ich bin echt gespannt. Also ich habe eigentlich nur tolle Sachen gehört, bis auf die Tatsache, dass es halt, ja, okay, es ist ein älteres Spiel. Ich behalte jetzt einfach mal die Fresse für das Intro, damit ihr im Fenstermodus bei mir erstmal genießen könnt. Viel Spaß.
Holy shit! Resonance of Fate! Ladies and Gentlemen, seid herzlich willkommen dazu. Ich bin sehr gespannt. So. Wir stellen jetzt erstmal das Spiel auf Vollbild und natürlich auf die HD-Grafik, die extra rausgekommen ist. Hier weiß ich noch nicht so recht, ob ich hier gleich am Anfang so viel einstellen werde. Ich denke mal, der Sound ist okay für euch. Das Wichtigste ist mal eigentlich, gut, Schattenbuffer, ich weiß nicht, ob ich den Vierfachen ausnehmen soll. Dennis geht immer auf den Zweifachen zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist vom Spiel, von den Spielmachern. Haben wir mal vorauf hier. Textauflösung hoch, ist eh klar. So, hier möchte ich gerne 1920 auf 1080 und natürlich Vollbild für euch. Da muss ich kurz mal gucken, ob das Ganze überhaupt im Stream richtig funktioniert. Hallo, hallo, hört man mich noch? Moment, glaube ich, hört man mich nie mehr. Oh my goodness. Man hört mich, aber das Bild ist schwarz. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Okay. Ihr könnt mich normalerweise hören. Alles andere funktioniert gerade nicht. Dann probiere ich mal kurz während dem Stream etwas. Das fängt sehr gut an. Machen wir am besten eine neue Quelle. Lasst uns kurz mal gucken. Spielaufnahme. Ja, macht das. Neue Quelle hinzufügen. Das hier ist jetzt dann quasi Resonanze of Fate. Könnt ihr gerade eben alles nicht sehen. Ich probiere es. Ich bin dabei. Keine Sorge. Hinzufügen. Erfasse. Beliebige Vollbildanwendung erfassen. Bestimmtes Fenster erfassen. Select Resonance of Fate. Lass mich mal gucken, ob ich das... Oh, Jesus. Okay, irgendwas ist gerade passiert. Wenn mich alles täuscht, seht ihr jetzt was. Ja. Ja. Da sind wir ja. In Vollbildqualität. Ja, scheißen Dreck ist das schön. Also ist super, wenn das nach und nach funktioniert hier. Dafür geht jetzt mein Controller nicht mehr. What the fuck? Wahrscheinlich, weil ich nicht im Spiel selber bin. Ich hoffe, dass ich... Ah, jetzt aber hier. Okay. Sollte jetzt ab jetzt eigentlich alles funktionieren. Lass mich kurz nochmal über die allgemeinen Steuerungen gehen. Hier werde ich garantiert nichts verändern, denn das ist anscheinend alles ziemlich wichtig für Spiel. Untertitel lassen wir ein für euch. Sprachausgabe lassen wir natürlich ein. Die Sprache der Sprachausgabe hauen wir mal auf Englisch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Japanisch besser wäre in dem Sinne. Von den paar wenigen Sachen, die ich jetzt von dem Spiel gehört habe, stimmenmäßig, kam mir das Englisch okay vor. Okay, ich glaube, wir bleiben hier auf Englisch. Bildschirmtexte bleiben natürlich hier in Deutsch. Ist ein deutscher Stream, ich bin Deutsch. Ich hoffe, meine Zuschauer sind Deutsch. Wenn nicht, viel Spaß beim Verstehen. Okay, auf geht's. Neues Spiel. Lass es sehen, was hier genau abgeht. Und ich bin mal wieder still für euch.
I'm still alive. Huh? What'd you say? I'm really alive. Not for long, you aren't. I don't know how, but I'm alive. How can you smile? You're smiling. Me? This is it. Huh? Don't look away. But I... Don't look away? Which way? Down. Ein Jahr und mehrere Monate später. Mhm. Sie fallen immer noch wahrscheinlich. Hallo, grüß Gott. Wie geht's dir? You going out? Get ready to head out. You too, Zephyr. Der Prolog, ein Stern vom Himmel. Mhm. Ich nehme an, jetzt geht's los. Ich glaube, Prolog habe ich noch gesehen und dann bin ich jetzt genau hier gewesen. Der Merkliste wurde eine Story-Mission hinzugefügt. Danke, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den Text hatte, nachdem ich abgebrochen habe. Okay. Auf dem Weg zur Arbeit... Ihr wollt zum Kaffee Chelsea? Wer will schon an solch einem unwirtlichen Ort sein? Naja, wie auch immer. Es befindet sich etwas außerhalb, hinter der Regenbrücke. Okay, dankeschön. Allerdings ist diese Brücke im Moment gesperrt. Ja, das ist kacke. Näheres müsst ihr eigentlich bei der Gilde erfahren. Ihr kennt doch diesen Ort. Einfach hier den Hügel hinunter. Dankeschön. Lass mich kurz sehen. Fortsetzen. Brauchen wir schon einen Hampo? Ich glaube nicht. Nee. Ah, okay. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das bereits unsere drei Hauptcharaktere. Wir sind alle schon mal Stufe 3. Das ist gut, wenn sie mir ein bisschen einen Bonus schon mal dazu geben, weil ich werde das brauchen. Dankeschön. Ich werde jetzt da mal nicht allzu viel sehen. Mission Memo. Wenn wir schon eine Mission bekommen haben, dann sollten wir uns die mal anschauen. Ein Himmelsstern. Missionsüberblick. Ihr sollt für mich in das Café Chelsea auf der Ebene 4 aufsuchen und ein Paket von Sullivan abholen. Liefert es dann bei mir zu Hause in Candeliere ab. Aufgrund meiner Verpflichtungen bin ich jedoch nur abends zu sprechen. Tut mir leid, aber bitte richtet euch danach. Okay, ich glaube nicht, dass wir vor Abend bei dir auftauchen werden, weil wenn die Brücke gesperrt ist und... Ich glaube, das ist ein bisschen eine größere Stadt, ne? Ja, das wird dauern. Das wird dauern. You keep at it, you hear? Gilt es einen Hügel hinunter. Nicht zu verfehlen. Naja, das sagst du jetzt zu mir. Aber du kennst mich nicht. Ich kann alles verfehlen, mein Freund. Stopp! Nicht da lang. Die Gilt ist woanders. Ist der Faktor cool an? Ja, danke schön. Vielen Dank. Hallo, gnädiges Fräulein. Wie geht's Ihnen? Grüß euch. Schönes Wetter haben wir heute, nicht? Kann ich so nicht wirklich beurteilen. Sieht eher nach Wolken aus und radioaktivem Regen, weil das leuchtet gar ein bisschen krass im Hintergrund. Aber wenn du sagst, es ist ein guter Tag, dann ist es ein guter Tag. Okay, ich kann anscheinend nur laufen. Ich versuche eigentlich eher jetzt mal so zu gehen und die Landschaft zu genießen, aber unser Charakter ist anscheinend heilig. Du könntest mir Zeitung verkaufen. Gib mir Zeitung. Die Kardinäle haben doch die Herrschaft über Basel und unsere Welt, nicht wahr? Du bist nicht der Zeitungsjunge, dann will ich eigentlich mit dir gar nichts zu tun haben an diesem Zeitpunkt. Aber bis vor ungefähr 20 Jahren gab es einen Rang, der noch höher gestellt war.
Hierbei handelt es sich um den Prälaten. Ich frage mich, wie der Prälat so war. Eine Person, die noch mächtiger ist als unsere Kardinäle. Damit werde ich mich mal näher befassen. Viel Glück, aber pass auf. Ah, jetzt kann ich auf einmal gehen, danke. Weil meistens ist es schlecht, hinter so politischen Themen zu viel nachzustochern. Da sterben die meisten dabei. Und ganz ehrlich, Kumpel, du siehst nicht so aus, als würdest du es lange machen auf dieser Welt, wenn du dich in solche Gefahren begibst. Nur mal so als Tipp nebenbei. Das geht schief mit dir. Okay. Also ein sehr sensibler Steuerknüppel. Eine Telefonzelle, die ich leider Gottes nicht benutzen kann. Noch mehr Zahnräder. Ja, eine weitere Dame, mit der wir wahrscheinlich reden sollten. Geht ihr alle gerade zur Arbeit? Ich? Oh, ich bin verabredet. Okay, gut, meinetwegen. Dann gehe ich mal besser weiter und lasse dich hier weiter auf deinen Liebsten warten. Okay, und eine weitere Dame, die wahrscheinlich auf ihren Liebsten warten wird. Das ist schon so ein kleines Liebesnest, merke ich hier. Holy Jesus Christ. How are you? Ja, Herzchen, was gibt es? Brauchst du etwas von mir? Außer Liebe, vielleicht eine Richtung, wo ich ab hier hingehen soll. Siehst du, ich bin jetzt schon verwirrt. Hi. Shelby Hunt steht da oben. Bekannter Mitarbeiter. Das ist gut. Das ist gut, wenn es ein bekannter Mitarbeiter ist und wir nicht seinen Namen kennen. So bekannt kann er da nicht sein. Hey, tolles Timing, Leute. Die Regenbrücke? Das wollte ich euch eben sagen. Sieht aus, als wäre die Stromversorgung hinüber. Der ganze Ort ist vom Netz abgetrennt. Zugriff unmöglich. Das heißt, dass niemand rein oder raus kann, solange der Fehler nicht behoben wurde. Ich habe übrigens was auf dem Anschlagbrett hinterlassen. Geht rein und löst es euch mal durch. Okay, gut, dankeschön. Dann haben wir die Gilde wohl oder übel schon gefunden. Ging ja schnell. Okay, wieder viele Leute hier. Wer bist du? Hey, der Tauschkiosk, alles klar. Habt ihr irgendwelche Energiezellen? Ich gebe euch was Gutes dafür. Habe ich nicht, sorry. Hello. Vielleicht später. Ein Langzeitmitarbeiter, dessen Namen wir nicht kennen, alles klar. Über das Anschlagbrett dort hinten findet ihr Arbeit. Weitere Fragen könnt ihr jederzeit an mich richten. Na gut, ich meine, welche Fragen möchtest du denn gerne beantworten? Willkommen in der Jägergilde. Wollt ihr, dass ich euch das Missionssystem erkläre? Ja, das wäre nicht schlecht. Oh, Jesus Christ, gibt's da viel. Was soll ich für euch erklären? Über Jäger. Jäger sind ehemalige Soldaten oder selbstständige Söldner, die gelegentlich Aufträge für verschiedene Leute ausführen. Früher waren sie ausschließlich in Sicherheitskommandos oder Kampfmissionen tätig. Gefährliches Zeugs jedenfalls. Heutzutage nehmen die meisten jeden Job an, immer öfter auch Missionen, in denen gar nicht mehr gekämpft werden muss. Die Gilde sammelt alle Jobangebote für die Jäger und kümmert sich auch um die Auszahlung der Belohnungen und so weiter. Wenn ihr euch für die Arbeit interessiert, werft doch mal einen Blick auf das Anschlagbrett in der Gilde. Was hat's denn mit dem Anschlagbrett so auf sich? Alle Jobangebote in der Gilde werden auf diesem Anschlagbrett da ausgeschrieben. In allen Gilden von Basel gibt es solche Tafeln und die Einträge unterscheiden sich auch nicht von Gilde zu Gilde. Normalerweise tauchen neue Missionen sofort dann auf, nachdem alte abgeschlossen wurden. Die Arbeit eines Jägers ist nie wirklich getan. Ich rate euch, regelmäßig ein Auge auf die Anschlagtafeln zu haben, wenn ihr euch nicht Jobs entgehen lassen wollt. Ich sehe schon, wir werden hier ziemlich schnell in den Open-World-Sidequest-Bullshit reingeworfen. Aber hey, ich spiele gerne dieses Spiel mit euch. Über Missionen, erzähl mal was darüber. Missionen, die bei der Gilde eingereicht wurden, werden auf dem Anschlagbrett mit grünen Symbolen angezeigt. Trefft euch mit dem Auftraggeber, um den Job zu bekommen. Seht ihr einen Job, der euch interessiert, sucht den Auftraggeber und befragt ihn zu Details über die Mission. Nur so kommt man bei einer Mission weiter. Also vergesst es nicht. Okay. Was ist mit Jägermissionen? Missionen auf dem Anschlagbrett, die mit roten Symbolen gekennzeichnet sind, sind Anfragen, ein bestimmtes Ziel auszuschalten. Jägermissionen sind aktiv, so wie man sie auf dem Anschlagbrett angesehen hat. Ihr müsst den Auftraggeber in diesem Fall gar nicht suchen. Außerdem gilt eine Jägermission bereits als abgeschlossen, wenn ihr das letzte Ziel eliminiert habt. Alles klar? Was ist mit gescheitert Mission? Ach, das gibt's auch? Schön, danke.
Die Missionen sind in Kapitel unterteilt. Ihr bestimmt selbst, wie schnell ihr vorankommt. Habt ihr die Story-Mission abgeschlossen, könnt ihr in eurer Basis wählen, ob ihr mit dem nächsten Kapitel fortfahren wollt. Habt ihr einen Job nicht erledigt, wenn ihr mit dem nächsten Kapitel fortfahrt, gilt dies als fehlgeschlagen. Oh, ja, das ist gut zu wissen. Also das heißt, die Geschichte geht nicht von Haus aus weiter und Missionen werden dann ab als Gescheiter gemeldet, sondern ich kann das in gewisser Weise selbst entscheiden. Andy Helljumper, ey, ich grüße dich. Hast du es gestern nicht mehr geschafft? Ist nicht schlimm. Ey, der Stream ist online. Schau ihn dir an. Es war mega geil. Es war Hammer. Er ist nicht lang geworden, weil ich dich mal ausgehalten habe, aber er war super. Ich hoffe, dass er gefällt dir auch. Ist jetzt ein bisschen ruhiger, glaube ich. Aber das wird sich wohl erst noch zeigen. okay, also. Seid also vorsichtig, wenn ihr diese Entscheidung trefft. Okay. Das heißt im Endeffekt, Missionen können scheitern, wenn ich mit der Mission mit der Story selber voranschreite. Also muss ich darauf Acht geben. Missionsmemo. Ihr macht automatisch Notizen von allem, was ihr am Anschlagbrett seht. Aufgaben und etwaige Tipps. Wenn ihr einmal nicht weiter wisst, guckt ins Missionsmemo. Sobald ihr Details zu einer Mission von eurem Auftraggeber bekommen habt, wird das Missionsmemo mit den neuen Informationen aktualisiert. Okay, sehr schön. Missionsfortschritt, was ist das? Am Missionsmemo erseht ihr euren momentanen Fortschritt in dieser Mission. Für den Abschluss einer Mission gibt es insgesamt 3 Stufen. Was soll ich dir erklären? Ach du Scheiße, du musst mir Unterpunkte den einzelnen Punkten erklären, das ist doch heftig. Ausgeschrieben, angenommen, erwartet Bericht. Okay, ausgeschrieben, was ist ausgeschrieben? Die Mission wurde eben zum Missionsmemo hinzugefügt. Wenn ihr mit dem Auftraggeber sprecht, ändert sich der Status auf aktiv. Angenommen. Die Mission wurde angenommen und ist nun aktiv. Handelt es sich um eine Jägermission, genügt schon ein Blick auf das Anschlagbrett, um diese Mission zu aktivieren. Und erwarte Bericht, wahrscheinlich, dass es abgeschlossen ist. Das Ziel der Mission wurde erreicht. Meldet euch beim Auftraggeber, um die Mission abzuschließen. Okay. Klingt alles momentan noch sehr verständlich. Was ist das Missionsziel? Wenn ihr euch jemanden nähert, der euch bei einer Mission weiterhelfen könnte, erscheint ein Ausrufezeichen über den Kopf dieser Person. Okay. Unter Umständen müsst ihr mit dieser Person reden, um weiterzukommen. Also sprecht sie an, wenn ihr das Ausrufezeichen seht. Zellen auf der Weltkarte, die mit einem Ausrufezeichen vermerkt sind, bergen Feinde, die ihr im Zuge der aktuellen Mission besiegen müsst. Okay. Dazu drückt ihr bei diesen Zellen Y, um den Kampf zu beginnen. Okay, gut. Was sind Belohnungen? Schließt deine Mission ab, um die versprochene Belohnung einzustreichen. Dabei kann es sich um Gegenstände, Rubien und Jägerpunkte handeln. Die mit einem Stern gezeichneten Jägerpunkte zeigen euch an, dass ihr etwas zur Gilde beigesteuert habt. Pro 100 Jägerpunkte, die ihr gesammelt habt, bekommt ihr ein besonderes Geschenk von der Gilde. Insgesamt gibt es davon 9. Gildengeschenke bekommt ihr mit der Post geschenkt. Der Briefkasten vor eurer Basis ist die normale Lieferadresse. Okay, das war schon mal viel Information für den Anfang. Ich bin gespannt, wie ich damit umgehen kann. Da steht drüben steht noch einer. Was hat er denn hier? Bestiarium. Hier ist das Bestiarium. Danke. Jedes von euch besiegte Monster wird hier aufgezeichnet. Im Moment liegen uns aber keine Einträge vor. Ja, dann kann die Gilde ja noch nicht so erfolgreich gewesen sein, wenn da kein einziger Eintrag drin ist. Aber keine Sorge, dafür sind ja wir da. Hallöchen, wer bist du denn? Adolfo. Ach du Scheiße. Also ich... Okay. Bruder, es tut mir leid, aber deine Eltern haben sich wirklich was dabei gedacht, dass sie dir diesen Namen gegeben haben, hä? Ja, Gott sei Dank haben sie das O noch hinten mit dran gehängt, sonst hätten wir beide hier ein Problem mit unserem Stream. Jesus. Okay, Adolfo, lass mich kurz mal lesen, was der MD Helljumper gerade sagt. Erinnert ein wenig an Resident Evil 4 vom Look her. Es ist ein älteres Spiel zumindest. Es hat mit Resident Evil 4 wahrscheinlich null zu tun. Aber es ist nicht schlimm. Vielleicht macht es trotzdem Spaß. Adolfo, was hast du mir jetzt erzählt?
Oh Gott, soll ich eine solche Stimmung... Maschinengemähre sorgen für Streifschaden? Nein, 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 Pony, nein! Holy Jesus Christ, Pony! Pony, nein! Okay, du kriegst eine ganz normale Stimme von mir, Adolfo. Auch wenn ich wirklich dazu hingerissen wäre, dich mit einer ganz besonderen Stimme anzupreisen. Maschinengewehre sorgen für Streifschaden, können das Ziel jedoch nicht ausschalten. Handpistolen etc. können Direktschaden zufügen. Jeder Treffer durch Direktschaden ist schwach, aber möglicherweise tödlich. Jesus. Fügt eurem Ziel erst Streifschaden zu und setzt es damit einem direkten Treffer außer Gefecht. Aber das wusstet ihr ja sicher schon, oder? Ja, natürlich, absolut. Was dachtest du denn? Anschlagbrett. Es wurde eine neue Mission hinzugefügt. Das ist schön. Ganz viele Leute wollen was von mir. Ja, das ist doch super. Der Brückenbauer. Okay. Die Belohnungen machen mich gerade eben ein bisschen... Okay, es gibt viele interessante Belohnungen. Es gibt Rubien. Ich denke mal, das ist Geld. Der Stern, das sind diese... Händlerpunkte, wollte ich schon sagen. Die Gildenpunkte. Und Fluchtzelle. Mit kondensierter Energie wirst du zur Weltkarte befördert. Okay. Antischaden mal 3. Das hört sich super an. Erzeugt ein Antischadensfeld, welches Körperschaden halbiert. Und Reflexvisier. Dieses Basisvisier passt auf den kleinsten Erweiterungssteckplatz. Cool. Ja, ich denke mal, ich werde alle drei Missionen hier annehmen und dann mal gucken, wo ich die finde. Brückenbauer. Hört sich fast nach der Story-Quest an. Die Regenbrücke muss dringend repariert werden und alle empören sich über die verstopfte Zufahrt. Wir müssen die kaputten Tragseile mit Energiezellen flicken, damit die Regenbrücke wieder passierbar wird. Sobald die Missionsdetails geklärt sind, kommt zu mir. Ich bin der gut aussehende Typ vor der Gilde. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Das kann er doch nicht ohne Scheiß auf sein verdammtes Wanted-Poster hängen hier. Lex und ihr Messer. Mein Sohn hat etwas zu Hause vergessen. Das müsstet ihr mir bringen. Das müsstet ihr ihm bringen. Kommt aber zuerst zu mir. Ich warte vor der Gilde auf euch. Es ist dringend. Okay. Ungezieferbeseitigung. Könnte sich jemand bitte mal um das Rudel Straßenköter auf der anderen Seite der Regenbrücke kümmern? Die sind ganz schön gefährlich, ich sag's euch. Okay. Ich hoffe, die sind jetzt alles angenommen worden von mir. Ansonsten noch irgendjemand was zu sagen? Oder kann ich da hinten hoch? Nein. Okay. Möchtest du mal was sagen? Nein. Ist sonst noch irgendjemand hier versteckt? Nein. Alles klar, dann gehen wir weiter. Dann sind wir erstmal fertig. Wir haben ein paar Missionen. Wahrscheinlich geht es gleich direkt weiter. Ich hab's gewusst. Ah, habt ihr das Anschlagbrett also angeguckt? Ich kann euch noch ein paar Informationen geben. Sprecht mich einfach kurz an. Warum sagst du es mir nicht einfach? Junge, ich stehe 5 Meter neben dir. Also, muss ich extra ansprechen. Ja gut, meinetwegen. Ah, jetzt sehe ich das Ausrufezeichen. Danke, dass du mich darin eingeweiht hast. Hi. Die Regenbrücke muss dringend repariert werden und alle empören sich über die verstopfte Zufahrt. Wir müssen die kaputten Tragseile mit Energiezellen flicken, damit die Regenbrücke wieder passierbar wird. Das hast du alles in dein blöden Missionsmemo reingeschrieben, Kumpel. Du erzählst mir gerade nichts Neues. Sobald die Reparaturen durchgeführt sind, komm zu mir. Ich bin der gut aussehende Typ von der... Das ist... Alter, sag mir das doch nicht so direkt ins Gesicht. Ich sehe, dass du ein sexy Kerl bist. Das sehe ich. Ich möchte gerne was von dir haben. Von diesem haarigen Booty da unten. Aber nicht jetzt, verdammt nochmal. Es ist viel zu früh. Ich fürchte tatsächlich, dass die These, dass das hier ein richtig durchgeplättertes Liebesnest ist, wo wir hier wohnen, dass diese These allmählich wahr wird. Und ich will das nicht. Nicht jetzt, verdammt nochmal. Kann das nicht später passieren? Wenn ich schon mal dran bin, soll ich euch nicht erklären, wie Energiezellen funktionieren? Hier, seht euch das mal an. Jesus! Okay. Weltkarte 1. Die Weltkarte besteht aus Zellen. Einige Zellen sind aufgrund von Basels Verfall ausgefallen. Um auf sie zuzugreifen, musst du ihre Funktion mit sogenannten Energiezellen wiederherstellen. Das nächste Reiseziel ist rosa hinterlegt.
A-Ort betreten, Kamera bewegen, Details ein- und ausblenden, zoomen und gesamte Karte sehen, alles klar. Sichere Gebiete. Gebiete mit einer Markierung links neben deinem Namen sind sichere Gebiete. Hier, sowie in Zellen mit Gebäuden, tauchen keine Feinde auf. Okay, Hauptstraße. Die Straße, Markierung von sicheren Gebieten und versperrte Zellen. Ich komme dahinter, alles klar. Die Weltkarte 2, okay. Zeit. Hält sich die Gruppe auf der Weltkarte auf, verstreicht Zeit. Die momentane Zeit erscheint oben rechts auf der Weltkarte oder an anderen Orten auf dem Pausenbildschirm. Interesting. Okay. Feinde und Anwohner verhalten sich bei Tag und Nacht unterschiedlich. Gut, also kann ich definitiv zu spät kommen zu diesem Kerl, der mich da so toll angesprochen hat, dass er nur bis Abend Zeit hat. Basels Ebenen. Ein Netz aus Aufzügen verbindet die vielen Ebenen von Basel. Je weiter du durch die Story arbeitest, umso mehr Gebiete von Basel kannst du betreten. Okay. Energiezellen einsetzen. Energiezellenplatzierung einleiten. X, okay. Energiezelle wählen, okay. Cursor bewegen, Zelle drehen. What the fuck? Zelle platzieren. Moment. Okay, rechts ist was Wichtiges ist beschrieben. Zugängliche Zellen sind gelb, okay. Und dann kann ich eine Zelle so setzen. Da ist es in Ordnung. Okay, steht da. Und platziere ich es aber nicht da, dann ist es nein. Also kann ich das verkacken. Ach, deswegen drehen. Ich kann das dann sogar drehen. Okay. Das macht mir allmählich ein bisschen Angst, was ich hier beanstanden soll. Also, okay. Energiezellen können nur dort platziert werden, wo die zugänglichen Zellen berühren oder überlappen. Mhm. Diese Informationen findest du im Pausenmenü unter Handbuch. Ihr bekommt Energiezellen von besiegten Feinden. Nice. Wenn ihr aus der Stadt rausgeht und euch lange genug in dunklen Gassen herumtreibt, stoßt ihr sicher auf Zeichen. Ja, dunkle Gassen, das ist wieder so ein Thema hier. Alter, was ist los mit dieser Stadt, verdammt nochmal? Hier, nehmt auch das. Benutzt es, wenn ihr mit Straßenrowdies zu tun bekommt. Oh. Ich habe eine perfekte Hilfe bekommen. Sie ist perfekt. Geil. Perfekte Hilfe. So etwas findet man nicht häufig. Geht mit so einem Gegenstand nicht verschwenderisch um. Wenn ihr nicht wisst, wie man ihn verwendet, fragt bei der Arena nach. Wisst ihr noch, wo sie ist? Außerhalb der Stadt. Haha, soll ich euch vielleicht noch begleiten? Ich würde ihm gerne einen reinhauen, dafür, dass er ein Arschloch ist. Aber er ist so scheiß sexy. Ich kann ihm nicht böse sein, Alter. Es geht nicht. Im Ernst, warum geht er nicht mal hin und frischt eure Kampffertigkeiten auf? Außer natürlich, ihr fühlt euch hundertprozentig sattelfest. Ehrlich gesagt, nein. Jedenfalls überlasse ich euch jetzt der Regenbrücke. Meldet euch wieder bei mir, wenn ihr sie wieder ans Netz angeschlossen habt. Okay. Du bist die von der Zeitquest. Rede mit mir. Oh, ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Okay. Mein Sohn ist auf dem Weg zum Zentrallift. Bitte bring ihm diese Messer. Den Gegenstand annehmen. Warum muss ich ihrem Sohn bitte Messer mitnehmen? Was will er mit diesen Messern? Was hat er vor? Muss ich Angst haben? Natürlich nehme ich sie. Lex Messerset. Er hat ein ganzes Set voll mit Messer. Das ist schön. How are you? Er sollte jetzt noch beim Zentrallift sein. Bitte bringt ihm diese Messer. Okay, passt schon. Der alte Typ war, glaube ich, ganz am Anfang. Dann gehe ich jetzt ganz zurück am Anfang. Gib dem Mann die Messer. Nein, ich frage ihn nach der Mission. Entschuldigung. Ich gebe ihm nicht die Messer. Was will er denn mit den Messern? Das ist nicht der alte Mann. Wenn ich... Habt ihr eine Frage für einen alten Knocker wie mich? Ja. Worüber wollt ihr gerne Bescheid wissen? Das nächste Ziel. Confidentiality, das liegt außerhalb der Stadt, über die Regenbrücke. Und bevor ihr geht, wart ihr schon in der Arena? Ist nur ein Katzensprung von der Stadt entfernt. Wenn ihr vorhabt, weiter wegzugehen, solltet ihr dort zuerst an euren grundlegenden Kampfkenntnissen arbeiten. Ja, okay, ich habe schon verstanden. Ich soll zur Arena, dann gehen wir auch zur Arena. Dein innerstes Geheimnis? Tut mir leid, das kann ich euch nicht sagen, Leutchen.
Wenn ihr einmal diese Welt erkundet und alles kennengelernt habt, weihe ich euch vielleicht in ein paar Geheimnisse ein. Oh. Okay. Also wenn ich mit dem Spiel fertig bin, muss ich zu dir zurückkommen. Ja gut. Wenn das so ist, habe ich hundertprozentig nicht nach Stunden Spielereien in diesem Game vergessen. Aber hundertprozentig nicht. Aber ganz sicher nicht. Also hier geht's runter. Ich weiß nicht, ob ich runtergehen sollte. Du scheinst was zu suchen. Nein, du frisst einfach, was du am Boden findest. Izzy! Ey, Izzy, was geht? Hier muss doch etwas Nützliches sein. Noch ein Flaschendeckel. Okay. Ich lasse dich einfach mal. Ich will noch nicht zur Weltkarte. Ich dachte, wenn ich da hochgehe, komme ich zur Weltkarte. Aber gut. Dann gucke ich jetzt erstmal, was hier oben abgeht. Bier. Aber kein Bier da. Es war eine Falle. Hi, wie geht's? Fyodor. Wer kann schon darauf warten, bis sein eigener Stern vom Himmel fällt? Wir müssen realistischer träumen. Okay. Wenn du das sagst, dann ist das so. Stadt Ebel, Razel Street. Ich weiß nicht, ob ich jetzt besser umkehren soll. Nee, ich mach weiter. Listen. Einen guten Tag wünsche ich. So hättet ihr mich begrüßen sollen. Okay, gut, meinetwegen. Mit der reden wir nie wieder. What now? Braucht ihr was von mir? Wenn ihr was einkaufen wollt, der Laden befindet sich drinnen. Zum Umändern von Waffen solltet ihr die Bearbeitungsteile der Anfängerserie im Laden in der Mitte ausprobieren. Oder lasst Teile beim Bastler zu eurer Rechten anfertigen, falls euch der Sinn nach was Besserem steht. Habt ihr nicht genügend Synthesenmaterialien, lasst beim Schrotthändler links einfach Gegenstände zerlegen, die ihr entbehren könnt. Alles schwierig, okay, das war viel Information auf einmal. Also hier kann ich alles machen. Das ist schön. Ich glaube nicht, dass ich schon irgendwas kaufen muss, aber wir können uns gerne mal umsehen. Es ist wichtig, dass wir am Anfang wissen, was abgeht. Das ist der Mann mit den Ködern. Ihr seid doch Jäger, oder? Habt ihr euch um die Straßenköter auf der anderen Seite der Regenbrücke gekümmert? Mein Herr, die Regenbrücke ist im Arsch. Wie hätte ich mich jetzt schon darum kümmern sollen? Ach, Schweigen ist ihre Antwort darauf. Okay, ich verstehe. Ah, wie geht's dir? Schön, euch zu sehen. Überlasst das Basteln ruhig mir. Yep. Alles klar. Viele Dinge. Teilweise ziemlich teuer. Lass ich mich mal überraschen später. Lass mich was für euch zusammenstellen, okay? Später. We stock any ammunition you could imagine. Willkommen. Hättet ihr Interesse an Erste-Hilfe-Kästen für eure Reise? Dein Erste-Hilfe-Kasten kostet 1000. Heilt die meisten Streifschäden. Stellt 1000 Punkte Streifschaden wieder her. Cool. Halt alle Statuseffekte des Ziels. Okay. Mit kondensierter Energie wirst du zur Weltkarte befördert. Okay. Die zeigt detailliert Infos über das Ziel. Ist ziemlich billig, möchte ich nur mal angemerkt haben. Aber brauche ich nicht. Oh. 100.000! Jesus! Diese Waffe richtet Direktschaden an. Modell besticht durch Magazingröße. Schön. Wann soll ich das kaufen? In 400 Jahren? Jesus Christ. Ein Zielfernrohr. Schön. Handfeuerlauf. Okay, der Rest kostet überwiegend 1005. Mit anderen Gegenständen zusammen kann ein Bastler angepasste Waffenteile erstellen. Ich verstehe, aber das kriege ich bestimmt auch durchs Looten von Monstern. Automatisierter Abzug. Pulvergel, okay. Brauchen wir jetzt alles am Anfang nicht. Ich wollte es einfach nur mal gesehen haben. Eine Pistole mit 500.000, ach du heilige Scheiße. Hi, du siehst unglaublich wichtig aus. Charles, habt ihr irgendwelche Ideen, wie schnell reich man werden kann? Nein, aber könntest du sie offerieren, dann könnte ich mir was leisten in diesem Spiel. Okay, nein.
dir. Er hat keine Idee für uns gehabt. Claire. Oh, deine Kleidung ist ja so toll. Ein gefährlicher Job zahlt sich also aus. Ich will nicht unbedingt sagen, dass unsere Kleidung jetzt irgendwie hochwertig ist, aber gut, meinetwegen. Anscheinend ist unsere Kleidung viel wert in dieser Welt. Oh, ein Pirat, hallo. Bobby der Pirat. Die Minen gehören jetzt uns. Ja, das würde ein Pirat als erstes sagen. Wir haben das Sagen. Wir haben die Schiffrechte offiziell von Candle erhalten. Ja, offiziell. Du kannst mir hier keinen Bären aufbinden. Ich weiß ganz genau, was hier abgeht. Okay. Oh, Jesus, da leuchtet was. Was Chirion redet. Hey, was haben wir denn hier? Abfallteil aus Eisen. Ja klar, reiß es vom Schild runter, das braucht eh keiner mehr. Das Schild, das hält sich auch von alleine, wie man sehen kann. Vashiron gehört zu uns, oder? Ja, Vashiron ist der Große. Andrew, viele Jäger beginnen ihre Ausbildung in der Arena, nicht? Ich frage mich, ob nicht auch ich es mal versuchen sollte. Nee, du siehst aus, als würdest du beim ersten Schuss sterben. Zur Weltkarte, schon wieder. Ja gut, ich glaube, wir haben alles gesehen bis jetzt. Zur Weltkarte, auf geht's. Oh, hallo? Okay. Viele Sachen auf einmal. Stadt Ebel. Ich nehme an, da befinden wir uns jetzt gerade. Da ist die Arena. Das sind momentan gesperrte Bereiche. Okay. Mehr sehe ich jetzt momentan nicht. Es scheint dunkel geworden zu sein. Es tut mir sehr leid. Huge Kraftfeld, Café Chelsea, da wollen wir hin. Allerdings versperrt uns hier gerade jetzt das Gebiet. Und wir haben noch keine Energiezellen, wenn ich das ganz richtig sehe. Entschuldigung. Okay. Dann wird wohl das allererste, was wir zu tun haben, die Arena betreten zu sein. Können. Würden. Mann, Deutsch. Mein Deutsch verreckt gerade. Tut mir sehr leid. Welcome me. Ach, willkommen, danke. Nicht gerade sehr willkommen hier, aber okay, gut, meinetwegen. Hallo? Ist irgendjemand zu Hause hier? Oh, Jesus Christ. Alles klar, wir sind definitiv richtig dran. Hi, wie geht's? What's up? Eisverkäufer. Willkommen. Wie wär's mit einer cremigen Erfrischung? Na los, kauft schon. Softeis 400. Aus 100% Bigfoot-Milch. Am Geschmack aber nicht zu erkennen. Bigfoot-Milch. Ich hab gar nicht gewusst, dass man diese Viecher melken kann. Müssen wir mal probieren, wenn wir einen finden. Endlich mal. Okay. Ich habe nicht die Lust, deine Bigfoot-Milch-Eis-Variante hier zu kaufen. Tut mir sehr leid. Vielleicht später. Wenn ich mein Leben wegwerfen will oder so. Der Rezeptionist. Im Moment sind wir noch nicht bereit für euch. Kommen wir später nochmal wieder. Okay. Das ist traurig. Hey there. Tut mir leid, wir sind ja noch am Aufbauen. Also bringt's nichts, wenn ich hier in der Arena bin, weil die sind noch gar nicht vorbereitet auf mich. Willkommen auf dem Übungsgelände. Wir können euch hier alles über den Kampf beibringen, Schritt für Schritt. Wenn ihr bei irgendwas noch unsicher seid, warum bleibt ihr nicht eine Weile? Naja, die Tatsache, dass ich noch gar nichts weiß, ich glaube, wir sind bei dir richtig. Also, was wollt ihr heute vornehmen? Okay. Ich hoffe, ihr habt euch entsprechend eingedeckt. Das wird ein längeres Tutorial. Laden und angreifen. Mit der Einführung beginnen. Ja, natürlich. Auf geht's. Kampf 1. Laden und angreifen. Okay. Charakter bewegen, Kamera bewegen, Ziel wechseln, Ziel anvisieren, Feindstatus, Zielcursor, laden und angreifen. Lade mit A. Ist die Kreisanzeige voll, ist die Ladung vollständig. Drücke dann erneut A, um zu schießen. Tipp 1.
Karteninfo und Flucht. Drücke im Kampf LS, um oben rechts Karteninfos einzublenden. Die Reihenfolge hierbei ist Verlieskarte, Radarkarte, keine Karte. Aha. Flüchten. Bewege deinen Charakter zur Grenzlinie zwischen Karten und flüchte aus dem Kampf. Stern. Aus einigen Kämpfen kannst du nicht flüchten. Okay. Typisches RPG-Prinzip. Also, er hat gesagt, mit A nachladen. Alles klar, anscheinend fertig. Ziele wechseln. War noch irgendwas anderes, was ich wissen soll? Okay, das ist die... Aha. Ah. Kann laufen, wenn ich will. Interesting. Bleiben wir bei dem hier und schießen. Gut geschossen. Not bad. Aber das Ziel ist nicht tot. Es tut mir leid für dich. Mach nochmal. Training beendet. Okay. I look at an enemy and all I see is a lot of cash. That can't be good. Mann, fühle ich mich gut gerade. Interessantes Design eines Kampfes in einer RPG-Welt. Bin gespannt, wie das genau ablaufen wird. Beginne mit deinem Führer. Charaktere wechseln. Wechsle zwischen Charakteren, um im Kampf möglichst effektiv zu sein. Aktionsanzeige. Startet ein Charakter eine Aktion, erscheint die Aktionsanzeige in seinem Statusfenster. Okay. Aktionsanzeige. Die Anzeige wird durch Bewegen und Laden geleert. Okay. Charakter wechseln. Die Runde eines Charakters endet, wenn die Aktionsanzeige leer ist oder er angreift. Haben alle drei Charaktere ihre Runde beendet, erhält jeder eine neue. LB und RB ist Charakter wechseln. Okay, also mit Steuerkreuz wechsle ich die Gegner, auf die ich schießen will, und mit LB und RB die Charaktere von mir. Beendet sieht so aus. Bewegen, die sieht dann so aus. Und verfügbar sieht so aus. Kann ich mir vielleicht merken. Gedrückt halten, Runde beenden. Stern. Charaktere lassen sich nur vor Beginn der Runde des aktuell gewählten Charakters wechseln. Okay. Ich bin gespannt. Ah, okay. Das heißt, ab hier ist Schicht im Schach. Ich kann laufen, wie ich will. Es gibt nur den einen Bereich. Und wenn ich quasi fertig bin, bin ich fertig. Okay. Ah, okay. Und bevor ich mit einem Charakter gelaufen bin, kann ich entscheiden, welchen ich laufen will. Was schön kann natürlich nicht mehr. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich verstehe schon allmählich. Also ich könnte jetzt mit ihr zum Beispiel ein bisschen nach vorne. Ich kann sagen, hey. Wow, okay. Alles klar. Interessant. Interessant. Ich muss mir also schnell entscheiden, wen ich angreifen will. Und ich muss schnell angreifen. Weil wenn ich zu lange zögere oder warte, dann ist der Zug einfach vorbei. Okay, interessant. Das heißt im Endeffekt, das Klügste wäre, ich bleibe einfach stehen. Okay, ich kann am Anfang natürlich auswählen, auf wen ich schießen will. Nehmen wir den hier. Nach meinem Angriff ist es quasi vorbei. Er hat null Schaden gemacht, nur mal kurz so nebenbei. Jesus Christ, ist der schnell dran. Gefällt euch ziemlich, ne? Die freuen sich hier so richtig. Geht so? Mach mir ein bisschen Angst, dass ich momentan keine Runde 5 mal beenden. Okay. Beenden kann ich eigentlich nur so. Oder gibt es irgendwas, was ich gerade eben übersehe? Jetzt sind alle drei aktiv. Ja, okay. Also beenden kann ich auch, indem ich einfach B gedrückt halte. So geht es natürlich am schnellsten hier.
Justice triumphs again. I thought you were the bad guy. Look who's talking. Okay. Streifschaden. Streifschaden zweimal zu Direktschaden machen. Gut, zeig mir wie. Streifschaden. Erstmal Direktschaden. Standardschaden trifft die GP-Anzeige des Ziels direkt. Streifschaden. Streifschaden wird mit der Zeit ausgeglichen und zerstört ein Ziel nicht, wenn dadurch dessen GP auf 0 sinken. Verwandelt sich in Direktschaden, sobald Direktschaden zugefügt wird. Je größer der Streifschadenanteil an den verbleibenden GP des Ziels, umso langsamer wird der Streifschaden wiederhergestellt. Direktschaden wird rot dargestellt, Streifschaden blau. Also Streifschaden hätten wir hier 50 plus Direktschaden 10 ergibt Direktschaden 60. Okay. Die zugefügte Schadensart richtet sich nach der eingesetzten Waffe. Direktschaden wird von Handpistolen und Wurfwaffen erzeugt. Streifschaden durch Maschinengewehre. Gut, bin gespannt, wie sich das zeigen wird. Okay, wir haben, kann ich kurz mal sehen? Wir haben Bashiro jetzt mit einer Schusswaffe und wir haben Zapier mit einer MP. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wer ist jetzt am klügsten? Wir schießen erstmal mit Zapier. Machen quasi Streifschaden und dann schießen wir mit Vashiron und machen nochmal extra Schaden. Okay. Fertig, Training beendet. Alles klar, ich komme dahinter. Also im Endeffekt das Maschinengewehr vor den Pistolen benutzen, um extra Schaden zu machen. Heldenanzeige. Heldenanzeige um 2 wiederherstellen. Zeig mir, wie es geht. Die Heldenanzeige. Anhand der Heldenanzeige erkennst du den Zustand eines Charakters. Die Heldenanzeige. Solange du mindestens ein ganzes Modul hast, ist aller Schaden, den die Gruppe erleidet, Streifschaden. Sinken die GP eines Charakters durch Streifschaden auf 0, werden durch Verbrauch der Heldenanzeige GP wiederhergestellt. Ein Modul entspricht 1000 GP. Module werden verbraucht, bis der Streifschaden ausgeglichen ist. Verbrauchte Module zerbrechen und fallen zu Boden. Okay. Okay, gut. Ich muss gerade eben versuchen, das mit meinem kranken Hirn einigermaßen zu verstehen. Okay. Also wir haben hier Heldenanzeige und wir haben Module. Wir haben einen Feind, einen Laufziel, Stufe 4, Leben und dann wird hier irgendwas wiederhergestellt. Reduzierst du die GP eines Feindes mit Direktschaden auf 0, wird in deiner Heldenanzeige ein Modul wiederhergestellt. Also im Endeffekt, Gegner töten bringt uns mehr Module und macht uns anscheinend besser. Module und kritischer Zustand. Wird die Heldenanzeige zur Heilung von Streifschaden geleert, brechen die benutzten Module und bleiben auf dem Boden liegen. Sammle die herumliegenden Scheiben auf und die Module werden wiederhergestellt. Okay. Ruhepausen an der Basis oder bei Energiestationen stellen die Heldenanzeige wieder her. Kritischer Zustand. Ist die Heldenanzeige leer, wechselst du in den kritischen Zustand. Deine Angriffskraft sinkt und erlittener Schaden wird zu Direktschaden, wodurch das Spiel schnell vorbei sein kann. Okay. Ich fürchte, jetzt wird auf uns geschossen. Oder noch nicht. Heldenanzeige und 2 wiederherstellen. Der Clown kommt auf mich zu. Der Clown kommt auf mich zu. Das ist nicht nett. Clown? Guck das an! Jesus! Ja, aber anscheinend kann ich mich schon mal bewegen. Okay. Ich sollte mich von dem Clown lieber fernhalten. Ich mag den Clown nicht. Der Clown ist böse.
Aber so richtig. Der Clown kann nicht sterben, merke ich gerade. Oh Gott, geh weg, geh weg. Wenn ich mich bewege, bewegt sich dieser Clown. Das finde ich nicht nett. Nein. Finde ich ganz und gar nicht nett, was hier gerade passiert. Okay. Also herumbewegen quasi, um die Teile einzusammeln und die Heldenanzeige wieder aufrecht zu bringen. Die Heldenanzeige darf nicht leer werden, sonst sind wir quasi im Arsch. Heldenaktionen. Fünfmal mit Heldenaktionen angreifen. Auf geht's. Durch Verbrauch eines Moduls können Charaktere während einer Bewegung angreifen. Bestimme mit dem Anchor Cursor das Ziel der Bewegung und bestätige, um die Bewegung zu starten. Ziel festlegen, also Bewegung starten mit X, okay. Anker bewegen, LS oder abbrechen. Während einer Bewegung. What the fuck? Also Entschuldigung, Anker zeigen, X. Beginnt ein Charakter, die Bewegung kann er fortwährend ohne Gegenschlag angreifen. Stößt er auf ein Hindernis, hält er jedoch an. Mhm. Während einer Bewegung mit A angreifen, mit X springen, B anhalten. Angriffe im Sprung treffen den Hauptkörper oder die Körperteile eines Feindes zufällig. Okay. Der Kampffluss. Im Kampf reagieren die Feinde auf Handlungen der Gruppe. Auch Feinde müssen vor einem Angriff laden. Moment, leer, dann halb geladen und dann ganz geladen. Er ist nicht angesichert. Im ersten Bild sind wir nicht anvisiert. Im zweiten sind wir anvisiert. Da wird quasi danach, da ladet der Feind nach. Und dann wird angegriffen. Charaktere sind während ihrer Runde für feindliche Angriffe verwundbar. Ist die Runde eines Charakters beendet, können vollständig geladene Feinde angreifen, wenn sie auf andere Charaktere zielen. Bewege dich mit Heldenaktionen durch den Kampf und behalte ein Auge auf den Zustand der Feinde, die Positionen der Gruppenmitglieder sowie die Heldenanzeige. Jesus. Okay. X. Okay, das ist interessant. Ja, lass uns doch mal in die Richtung laufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig funktioniert hat. Jesus fucking Christ! Holy Jesus! Okay, das wird interessant. Das ist nur rein zufällig ein bisschen unübersichtlich, aber es sieht saugeil aus und das ist, was zählt für mich. Okay. Der Dreifachangriff. Unter den richtigen Umständen können alle drei Charaktere gemeinsam angreifen. Resonanzpunkte. Renne während einer Heldenaktion zwischen den anderen beiden hindurch, um einen Resonanzpunkt zu bekommen. Jede andere Aktion kostet einen Resonanzpunkt. Dreifachangriff. Durch Nutzen der Heldenanzeige und erhaltenen Resonanzpunkte können alle drei Charaktere gemeinsam eine Heldenaktion entlang ihrer Verbindungslinien ausführen, die so viele Runden dauert, wie Resonanzpunkte verfügbar sind. Nach Aktivierung greifen alle Charaktere an, deren Aktionsanzeigen voll sind. Linie verlängern. Vor einer Bewegung. Folge ändern. Bewegen. Oder abbrechen. Und Charaktere wechseln. Während einer Bewegung. Angreifen, springen, allen. Okay, das ist gleich. Geht's gleich los? Oh Gott, okay, gut. Es geht gleich los. Ja, gut, das wäre blöd, wenn ich das so... Ich tue jetzt einfach mal... Blindlings alles, einfach mal alles aus. Besten hier. Du läufst einfach mal in die Richtung. Du könntest geradeaus laufen. Ich
verstehe im Moment nicht wirklich, was hier abgeht. Aber ich nehme an, wenn ich jetzt mit ihm laufe, kriege ich einen Punkt. Jetzt testet aus. Okay, dann kann natürlich er laufen. Das tun wir jetzt. Passt schon. Passt schon. Und dann kann sie nochmal. Sie muss bis darüber laufen, leider. Habe ich vielleicht ein bisschen verkackt, aber hilft nichts. Lauf. Also was? Schieß auch. Schieß meinetwegen. Schieß, mach ihn fertig. Wie viele dieser Resonanzpunkte habe ich jetzt genau bekommen? 3 Resonanzen, okay. Wie führe ich jetzt dann einen Angriff aus? Das scheint so noch nicht zu funktionieren. Nicht wirklich anscheinend. Okay, ich muss damit erstmal klarkommen, was hier gerade passiert ist. Das muss trainiert werden. Das sehe ich jetzt schon. Um Gottes Willen. Okay, dann mache ich quasi das hier als nächstes. Jeder ist dran. Jesus fucking Christ. Das war Twist. Es war die harte Musik und dann laufen die halt einfach nur so verwirrt rum. Ja, das liegt aber nur daran, weil es scheitert wahrscheinlich gerade jemand mir, weil ich das Tutorial hier erst noch richtig verstehen soll. Also ich sammle Resonanzpunkte. Einmal. Vielleicht muss ich ja. Vielleicht reicht es ja schon, wenn ich das Ganze einmal mache. Vielleicht reicht das aus. Es ist noch alles ein bisschen verwirrend jetzt gerade, aber ich komme schon noch dahinter. Ich lerne. Ich lerne dazu. Anomalie, um Gottes Willen, ich habe dich jetzt gerade nicht richtig gesehen. Zack, ein Resonanzpunkt. Okay, den habe ich nicht richtig geschafft. Ah, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Okay, ich habe den kritischen gekriegt. Kann ich ab hier nochmal neu machen? Ich kann nämlich ab hier... Lass dir Zeit mit dem Schießen, ist kein Problem. Das Problem ist nämlich jetzt, ich kann keinen Dreifachangriff mehr ausführen. Sie will sogar gar nicht mehr schießen. Doch, doch, sie will schießen, alles klar. Schieß drauf los. Jetzt habe ich zwar einen Heldenangriff wieder. Einen Heldenangriff, sage ich schon. Eine Heldenanzeige bekommen. Bringt das was, wenn der Gegner in dem Dreieck drin ist? Eine interessante Theorie. Muss ich vielleicht ausprobieren. Das könnte das Rätsels Lösung sein. Na gut, ich glaube, ich habe das jetzt einfach mal verkackt hier. Das Problem ist, jetzt muss ich erstmal Punkte sammeln. Weil meine Leute hier, die wollen jetzt gerade eben nicht. Nicht ins Bein pinkeln hier. Es gibt keinen Grund dafür. Okay. Jetzt ist leider Gottes nur noch er übrig. Das ist jetzt natürlich doof. Vielleicht wäre es das Geschickteste, einmal davon zu laufen, abzubrechen und nochmal neu zu beginnen. Aber die Idee, dass ich dieses Dreieck quasi um den Feind errichte, das hört sich gar nicht doof an. Das macht Sinn. Das würden normale Menschen auch so tun wahrscheinlich, wenn sie ein Feuergefecht bekennen. Eine richtige Umstellung können alle drei Charaktere gemeinsam angreifen. Während der Bewegung dann so und so.
Okay. Laut den Bildern sieht es so aus, als müsste man es nicht tun, aber wir probieren es trotzdem jetzt nachher. Also man muss Resonanzpunkte sammeln, möglichst viele wahrscheinlich. Während einer hellen Aktion zwischen den anderen beiden hindurch, um einen Resonanzpunkt zu bekommen. Jede Aktion kostet einen Resonanzpunkt. Durch Nutzen der Heldenanzeige und erhaltenen Resonanzpunkte können alle drei Charaktere gemeinsam eine Heldenaktion entlang ihrer Verbindungslinien ausführen, die so viele Runden dauert, wie Resonanzpunkte verfügbar sind. Nach Aktivierung greifen alle Charaktere an, deren Aktionsanzeigen voll sind. Ich bin mal gespannt, was das genau zu bedeuten hat. Teste da gerne. Die Sache ist, dass ich habe jetzt eine volle Heldenanzeige hier. Ich stehe zwischen den beiden, das heißt, ich kriege jetzt gleich schon mal einen Resonanzpunkt. So, dann läuft er in die Richtung. Du läufst, am besten wäre es eigentlich, du läufst jetzt einfach mal geradeaus. Wir sammeln jetzt mal Resonanzpunkte ohne Ende. Weil die Runde muss eh erstmal zu Ende werden. So, du läufst jetzt geradeaus direkt rüber hier. Wir ignorieren jetzt mal, dass wir auf diese Gegner eigentlich auch schießen sollten. Okay, das Ganze endet schon übel, sehe ich. Von meiner Taktik. So, jetzt ist sie nochmal an der Reihe. Und sie, okay, das mit den drei wird so nichts. Das erinnert mich an eine Zeit, wo nicht jedes Spiel genau gleich war. Wir sind heute alle viel zu dumm für sowas. Feel bad, man. Ich komm schon noch dahinter, keine Sorge. Ist jetzt gerade eben Tutorial. So, jetzt hat jeder von uns wieder eine volle Ding. Also jeder ist bereit. Wen wir genau angreifen sollen, weiß ich nicht. Der erste, der angreifen sollte, ist Zephyr, weil er hat ja den Streifschaden. Ich entscheide mich eigentlich schon fast für den Clownhüpfer als Ziel unserer Aktion, weil die anderen beiden können wir ja so töten. Wir müssen ja eigentlich nicht nur einen blöden dreifachen Angriff ausführen. So, das sind die Verbindungslinien. Meinetwegen. Was ich noch tun könnte. Ich hoffe, dass ich dadurch allerdings jetzt nicht meine Aktionen versau. Und so viel Zeit habe ich ja eigentlich nicht. Du läufst hier rüber. Lauf einfach. Zack, er ist noch aktiv. Ne, er ist nicht mehr aktiv. Was war's? Du kannst eigentlich direkt schon hier stehen bleiben. Ach, die Resonanzpunkte gehen uns sogar aus. Interesting. Mach mal. So, wir haben jetzt drei Resonanzpunkte. Jetzt sind alle da. Probieren wir es aus. Okay. Das war der dreifache Angriff. Das ist natürlich mittendrin unterbrochen worden, weil wir mussten noch einmal diesen dreifachen Angriff ausführen. Aber was das Ganze jetzt mit den Resonanzpunkten auf sich hat und wie das genau noch abläuft, wie oft die dann schlussendlich angreifen können, das wird sich hoffentlich nochmal zeigen. Waffe wechseln, ja, sag mir. Dreimal mit Doppelwaffen angreifen. Erklär mir wie. Drücke LT oder RT, um die Waffe zu wechseln. Marschieren von hier auf dahin. Ein Charakter kann auch mit zwei gleichzeitig ausgerüsteten Handpistolen oder Maschinengewehren angreifen. Oder wähle im Kampf einen leeren Ausrüstungsslot, um mit bloßen Händen anzugreifen. Solche Angriffe spielen im Kampf jedoch eine sekundäre Rolle. Okay. Aber mehr wollen wir dazu nicht sagen. Gut, mein Weg. Was ich jetzt damit gerade gemacht habe? Der wechselt quasi einfach nur das Aussehen, wenn er jetzt eine andere Waffe hätte. Dreimal mit Doppelwaffen angreifen. It's all about having the right tool for the job. I can read Okay. Habe ich vielleicht. Ah, okay.
Jetzt komme ich schon klar. Man kann also direkt durchschalten. Also nicht nur einmal links und einmal rechts drücken, sondern zweimal links drücken. Dann nimmt er beide Waffen in die Hand. Okay. Ich wüsste nicht, warum ich das nicht von Haus aus tun sollte, weil je mehr Waffengewalt, desto besser. Sieht besser aus auf jeden Fall. Gut. In den Clown können wir eh nichts ausrichten, also schieß drauf ein. Wie verrückt. Dankeschön. Interesting. Das ist natürlich eine Wissenschaft an sich. Was würde zum Beispiel passieren? Weil Pistolen machen Direktschaden, Maschinenpistolen machen Streifschaden. Was passiert, wenn ich als Doppelwaffe eine Pistole und eine Maschinenpistole benutze? Ist es dann sofort kombiniert? Oder ergibt sich eine ganz neue Variante von Schaden? Ich stelle zu viele Fragen, merke ich gerade. Ich sollte einfach weitermachen hier. Gegenstände einsetzen, 5-mal Gegenstände einsetzen, ja, das dürfte ich hinkriegen. Sage ich und scheitere wahrscheinlich gleich voll und ganz daran. Rüste eine Gegenstandskiste aus, um Gegenstände im Kampf einsetzen zu können. Ähnlich wie Waffen lassen sich Gegenstände vor Gebrauch aufladen. Erste-Hilfe-Kasten aktiviert Unterstützungs- und Heilgegenstände. Granatenkiste aktiviert Angriffsgegenstände. Drücke bei ausgerüsteter Gegenstandskiste Backtaste, um einen Gegenstand zu wählen. Okay. Let's get this over with. 5-mal Gegenstände einsetzen. Handgranate fürs Training habe ich 999. Okay. There isn't a weapon made that a real pro can't handle. You're hard to miss. Okay. Das machen wir jetzt quasi einfach 5-mal. Mir gefällt, wie die Animationen einfach im Kampf geschehen. Ist lustig. Das Einzige, was ich habe, wahrscheinlich. Moment. Ah, okay. Jetzt hätte ich vielleicht einen Erste-Hilfe-Kasten, aber ich habe natürlich keinen. Also was soll's? Dann werf mal weiter mit Granaten. Daran bin ich ja so verdammt gut. Endlich ein Spiel, wo ich Granaten werfen kann. Ohne, dass ich dabei verreck. Okay. Lauf mal ein bisschen verwirrt rum, das war super cool. Ja, aber das ist jetzt richtig cool, wenn du alle Charaktere da hast. Wenn ich das nur mit einem Charakter mache, dann ist das ja wieder so. Aber ich hätte hinlaufen können zu dem Feinden und hätte dann die Granate benutzen können. Dann wäre ich sowas wie ein Suicide-Bomber. Hätte ich einen Schaden gekriegt. Magazinkiste. 2-mal mit Spezialrunden angreifen. Okay. Rüste die eine Hand mit einer Waffe und die andere mit einer Magazinkiste aus. Und der Charakter verschießt Spezialladungen. Spezialladungen können nicht verschossen werden, wenn keine Waffe ausgerüstet ist. Eine Spezialladung wird pro Angriff verbraucht. Drücke bei ausgerüsteter Magazinkiste Backspace, um eine Spezialladung zu wählen. Jesus. Okay, es gibt Elemente. Körper, Feuer, Eis, Elektrizität und Gift. Passt das Angriffselement zur Elementarschwäche des Ziels, wird mehr Schaden hinzugefügt. Elementresistenz verringert, neutralisiert oder absorbiert den Schaden dieses Elements. Es gibt 5 Arten von Statuseffekten, von denen jeder 15 Sekunden anhält. Jesus, 15 Sekunden gleich. Entzündung teilt jede Sekunde Streifschaden aus. Erfrieren verhindert die Bewegung. Stromschlag senkt die Ladegeschwindigkeit. Gift teilt jede Sekunde direkt Schaden aus. Oh, Jesus. Ich glaube, das ist echt so gemeint, dass das rumlaufende Gegner verwirren soll. So in der Art, oh mein Gott, eben war er noch da hinten und jetzt ist er hier drüben. Was ist passiert? Wie ist das nur möglich? Genau. Okay. Und Öl verlangsamte Bewegung und erhöhte Verwundbarkeit durch Feuer. Interesting. Okay. This shouldn't take long. So, 2-mal mit Spezialrunden angreifen. Brandladung. Sind sie aktiv? Nein, nicht wirklich. Aber das ist recht, ich könnte mich ja doch trotzdem so bewegen. Dann springe ich noch dabei. Dann sieht das recht cool aus hier. I
This was not their lucky day. Es gefällt mir. Aber ich darf es nicht übertreiben, weil dieses extra Laufen, das verschwendet ja die Heldenanzeige. Und wenn die Heldenanzeige 0 ist, dann sind wir tot. So gut wie tot. Heilige Scheiße. Ein bisschen durchhalten, Leute, wir haben es bald geschafft. Körperteile. Zerstöre 3 feindliche Körperteile. Welche Art von Körperteil? Oh Gott. Feinde haben neben ihren eigentlichen Körpern noch mehrere Körperteile. Oh, okay. Der Schaden eines Angriffs trifft das Körperteil, dessen GP-Anzeige dir am nächsten ist. Zerstöre einen Körperteil und der Feind lässt womöglich einen Gegenstand fallen und ist zudem zu bestimmten Angriffen nicht mehr in der Lage. Ein Modul wird wiederhergestellt, wenn du ein Körperteil zerstörst. Das ist wie ein Point-and-Click. Devil May Cry. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass das ein fehlendes Thema, ein fehlendes Genre in der Gaming-Welt ist. Ein Devil May Cry mit Point-and-Click-Physik. Das wäre geil. Okay, also rot ist Angriff auf Hauptkörper und grün wäre Angriff auf Körperteil. Gesamt-GP der Körperteile, alles klar. Let's test it out! This shouldn't take long. Okay. Oh, Kumpel, ich sehe, was du vorhast und ich werde dich entsprechend verwirren. Das war schlecht von meiner Seite aus. Oh Gott. Lauf um dein Leben. Bashiron, lauf! Lauf und spring! Oh Gott, sie sind bereit zum Feuern. Merke ich gerade. Wuhu! Alter, der geht aber ab hier! Okay, hab ich seinen Körperteil schon zerstört? Ich glaube ja. Also laufen wir jetzt in die Richtung weiter. Jesus Christ! Ah, okay, wenn dann andere Gegner dafür in die Reichweite kommen oder zwischen mich und mein eigenes Ziel. Dann ist der plötzlich im Weg. Das ist natürlich jetzt kacke. Dann muss ich mich nochmal kurz umbewegen hier. Die Seite möchte ich eigentlich treffen. Komm natürlich dadurch, so doof wie ich bin, in den Schusswinkel des Gegners. Oh, Jesus. Nee, passt schon. Sicher, lauf direkt drauf zu. Das ist immer gut. Das ist die beste Idee, die du hattest, Kumpel. Schieb ihn nach hinten. Zerstöre ihn. Oh mein Gott! Okay! Gefällt mir! Oh, so viel Verwirrung! Ach scheiße, ich bin ihm schon wieder reingelaufen. So, okay. Super. Haben wir den auch noch erwischt. Okay, ich meine, das ist jetzt noch alles Tutorial. Ich bin gespannt, wie sich das danach in dem besiegenden Anführer, okay, wie sich das dann am Schluss in den richtigen Kampf jetzt noch abspielen wird. Ich werde wahrscheinlich kläglich versagen. Anführer, lassen sich Gegner als Anführer erkennen, ist der Kampf beendet, sobald diese mit einem Anführerangriff besiegt werden. Bleiben noch andere Gegner übrig, besteht die Chance, dass du auch die fallen gelassenen Gegenstände ihrer Körperteile bekommst. Okay. Poor unlucky bastards. Ein Anführerangriff. Also im Endeffekt ist wichtig, dass ich... Erstens mal muss ich versuchen, Körperteile von den anderen abzuschießen. Und dann muss ich den Anführer noch killen. Die sind extrem stark. Ich bin Stufe 3, die sind Stufe 8. Das heißt, wahrscheinlich sollte ich deswegen mein Ziel auf den Anführer priorisieren. Aber wir probieren es einfach. Was habe ich eigentlich hier? Die Brandlaugen, die ist hier ausgewählt. Okay. Ich meine, das Klügste wäre, wenn ich einfach mal laufe. Das hat sich bis jetzt immer als sehr gut
sehr gut da gezeigt. Okay, auf jeden Fall jetzt mal hier bleiben. Okay, jetzt habe ich ein Körperteil, das ist super. Ich dachte erst, das ist total taktisch, wo du hinlaufen musst und die Winkel und bla. Aber du kannst ja einfach frei hinlaufen, wo du willst, ohne den Zug zu machen. Man lernt immer wieder dazu, mein guter Anomalie. Man lernt immer wieder dazu. Aber ich habe zumindest gelesen, dass es sehr taktisch sein soll, schlussendlich. Im Moment ist es ja nur ein Tutorial. Wer weiß, was am Schluss passieren wird. Gut, was ist jetzt der Anführerangriff? Oh Gott. Soll ich laufen? Ich glaube, ich laufe wieder. Macht so viel Spaß, das Laufen. Und dann noch dabei springen. Alter, der hat unterm Laufen auf mich geschossen. Um Gottes Willen. Ich bin so außer Rand und Band, was denn gerade alles passiert. Bunker, dreimal aus einer Deckung angreifen. Jetzt wird's richtig interessant. In vielen Gebieten gibt es Bunker, Festungen, aus denen du schießen kannst. Nähere dich einem Bunker und ein Symbol zeigt, dass aus dem Inneren heraus Feinde beschossen werden können. Bunker schützen vor feindlichem Beschuss, nehmen jedoch auch Schaden. Ist dieser zu groß, wird der Bunker zerstört. Auch Feinde machen sich Bunker zunutze. Bleib also wachsam. Okay. Let's get this over with. Das ist ein Bunker. Den benutzen wir jetzt. Stufe 4. Ja, ich nehme an, dreimal angreifen muss ich. Das ist das schwachste Ziel. Wäre ich also blöd, wenn ich nicht den Schwächsten zuerst versuche zu zerstören. Interessieren tut es ihn eh nicht. Und der andere wollte mich gerade eiskalt von hinten packen. Anomalie, mit was für Themen kommst du mir da hier gerade? Aber die haben Jugend in der AfD, habe ich vorhin gesehen. Ehrlich? Ich dachte, das wäre alles nur so Provokation oder Propaganda von anderen Parteien. So quasi so Falschinformationen. Wenn es wirklich so ist, um Gottes Willen, dann ist es halt so. Es kann auch Nazis unter den Juden geben. Es gibt Nazis unter den Amerikanern, warum soll es nicht auch Nazis unter den Juden geben? Ja, ich gebe zu, das ist erstens mal, es ist ein furchtbares Thema und ich will nicht wirklich lange darüber weiterreden, aber es ist schon ein bisschen so ein äußerst perfider Treppenwitz, muss ich zugeben. Ein nationalsozialistischer Jude, es macht keinen Sinn, aber wir leben im Jahr 2018, es ist alles möglich. Es ist alles möglich in dieser Welt. Gott. Anomalie, was tust du mir bloß an hier heute? Anzeige splitten. Splitte dreimal eine Anzeige. Okay. Es wird immer besser hier. Fügst du einem Feind Direktschaden zu, besteht die Chance, dass ihre GP-Anzeige zerbricht. Anzeige gesplittet. Sinkt eine gesplitterte GP-Anzeige durch Direktschaden bis zur Bruchstelle, wird in der Heldenanzeige ein Modul wiederhergestellt. Das ist schön, das ist nett. Das finde ich toll. Let's get this over with. Also im Endeffekt hat sie gezeigt, dass Bewegen und ganz viel Schießen mehr Sinn macht, wie einfach nur dastehen und schießen. Also machen wir das jetzt auch einfach. Also so kann man sich quasi die Heldenleiste aufrechthalten. I understand. Wir laufen wieder in die Richtung. Und meinetwegen springen wir auch noch dazu. This was not their lucky day.
Anomalie, jetzt wird es aber wirklich ein wenig heftig hier. Da dachte er, ich komme aus Bayern und bin deswegen ein bisschen national angehaucht hier. Also nationalsozialistisch angehaucht. Nein, nein, eigentlich nein. Nein, nein, bin ich nicht. Keine Sorge. So schlimm die Situation bei uns hier drüben zwischen all diesen Bäumen ist, so schlimm ist sie am Schluss auch noch nicht. Sie ist schlimm, aber nicht so schlimm. Wir planen noch keinen dritten Weltkrieg. Noch. Aber wenn, dann bauen wir Panzer aus Schwarzwaldbäumen und dann kommen wir und rollen über euch alle drüber. Damit. Oh Gottes Willen. Wir revolutionieren die Waffentechnologie mit unseren Bäumen. Und Antrieb ist das gute Bier. Ist auch gelb, kannst du also genauso gut benutzen wie Benzin. Um Gottes Willen. Mehrfachladen. Greife dreimal Mehrfachladen an. Um Gottes Willen. Es wird immer komplizierter, merke ich. Holzpanzer. Ja, das habe ich von dir erwartet. Natürlich. Denkst du etwa, ich bastel mir einen Panzer aus Metall oder so? Das funktioniert doch gar nicht. Holz. Man muss in Holz investieren in der Waffenbranche. Mehrfachladen. Charaktere steigen auf und lernen je nach Gebrauch Fähigkeiten in jeder Waffenklasse. Wie oft du eine Waffe aufladen kannst, richtet sich nach deiner Stufe bei dieser Waffe. Fähigkeitseffekte werden dem Angriff entsprechend der Aufladungszahl hinzugefügt. Fähigkeitseffekte findest du im Menübildschirm unter Fähigkeiten. Eine Ladung, 10 Ladungen. Was? Okay. Die Ladeanzahl bei Angriffen mit einer der drei Waffenarten, Handpistolen, Maschinengewehren und Wurfwaffen, hat folgende Wirkungen. Handpistolen, Anzeige splitten. Maschinengewehre, Angriffskraft steigt. Wurfwaffen, Rückschlagskraft steigt. Waffeneffekte treten immer proportional zur Ladeanzahl ein. Fähigkeiten dagegen besitzen ihre eigenen Wahrscheinlichkeitswerte. Aufstufen. Charaktere sammeln in jeder Waffenart getrennt Erfahrung und Stufen auf. Die Summe der Stufenwerte jeder Waffenart ergibt die Gesamtstufe des Charakters. Erfahrungspunkte werden vergeben, wenn ein Feind am Hauptkörper oder dem schwachen Körperteil getroffen wird. What the fuck? Bei Direktschaden erhältst du zudem Erfahrung für den angehäuften, umgewandelten Streifschaden. Okay. Let's get this over with. Jesus, ich habe keine Ahnung, ob ich das alles jetzt richtig verstanden habe. Angriffskraft mal 1,0. Ja, das hat viel gebracht. Ja, stimmt. Ach, schade, es funktioniert nicht. Mein Ziel funktioniert nicht. Meine Strategie, ich kann nicht beides gleichzeitig benutzen. Maschinengewehr und Pistole. Okay. Greife dreimal mit Mehrfachschaden an. Okay, Entschuldigung, das heißt, ich sollte mal lieber bei der MP bleiben. Und ich glaube, ich sollte mich mal kurz hier wegbewegen, weil der hat vor, auf mich zu schießen. Er dreht sich, um Gottes Willen, er dreht sich. Okay, er wird mich jetzt gleich treffen. Irgendwas kriege ich gerade nicht mit, glaube ich. Nochmal. Ach, das muss einfach weiterladen. Mehrfach laden. Jetzt komme ich mit. Okay. Gut. Aber natürlich sollte ich aufpassen, dass ich dabei nicht erschossen werde. Macht Sinn. Ich bewege mich erstmal weg hier. Aua, aua, aua.
Okay. Jetzt macht's Sinn. Ja, ich habe das Prinzip verstanden, aber dankeschön, Anomalie, du hast es genau richtig erklärt. Einfach weiterladen lassen. Ich dachte einfach, dieses Laden bedeutet, wenn es voll ist, kann ich schießen. Und ich muss warten, bis es einmal geladen ist. Aber ich kann weiterladen. Jetzt bin ich dabei. Und der will schon wieder auf mich schießen. Das war jetzt natürlich wieder ein Problem. Jesus. Okay, jetzt wird es aber allmählich schon etwas komplizierter hier. Die Frage ist natürlich jetzt, das habe ich gar nicht probiert, ob ich das unterm Laufen auch machen kann. Einfach weiterladen. Weil dann hätten sie mich jetzt nicht so oft abgeschossen. Also ich sehe schon, dieses Laufen des Heldenpunkte Jesus? Danke. Dieses Laufen des Heldendingens und Verbrauch ist wichtiger, als man meint. Bonusschüsse. Lande 2 Bonustreffer. Okay. Wir sind bald fertig. Bei Angriffen von Boden aus besteht je nach verwendeter Waffe die Chance, einen Feind durch die Luft zu werfen. Wird dieser in der Luft vom Boden aus mit der Pistole oder dem Maschinengewehr während einer Heldenaktion angegriffen, besteht zusätzlich die Chance auf einen Bonustreffer. What the fuck? Cursor für Bonustreffer, Zeitlimit, Bonustreffer-Ring. Okay. Man hat einen Abbringer. Für Bonustreffer Cursor mit A im gelben Ringbereich anhalten. Bei Erfolg wird der Charakter schneller und Angriffe über sein Level sind möglich, bis der Feind landet. Werden keine Tasten gedrückt, hält der Cursor automatisch. Wird mit B abgebrochen oder hält der Cursor nicht im gelben Bereich, bleibt die Chance auf einen Bonustreffer erhalten. Das Laufen ist wichtiger als bei Baywatch. Absolut. Aber wir wollen das Laufen bei Baywatch niemals vergessen. Das ist das Allerwichtigste in der ganzen Serie. Egal wie wichtig die Geschichte von Baywatch gewesen ist, wenn ich mindestens ein Babe in einer Episode über den Strand gelaufen ist, dann war die ganze Folge für den Arsch. Das ist absolut wichtig, dass wir uns daran zurückerinnern wollen. Baywatch hat uns Wichtiges gelernt. Das ist das Video. Danke. Ich kann das leider Gottes nicht drauf gucken. Ich meine, ich könnte es probieren, aber ich will jetzt nicht das Spiel zum Absturz bringen. Ich gucke es mir nachher an, versprochen. Habe ich es verstanden? Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber gut, wir probieren es einfach mal. Okay, das passiert sehr schnell, merke ich gerade. Vielleicht wäre es am allergescheitesten, wenn ich dabei laufe. Yep. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, was es mit dem Cursor genau auf sich hatte. Aber gut, man kann auch immer dazulernen. Nein, du läufst in die falsche Richtung. Wir bleiben bei dem ja mal stehen. Zugeben, einen Cursor sah ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht mein Ziel, Entschuldigung. What the fuck? Oh Gott, okay, ich sehe schon. Da muss man sich sehr gut konzentrieren. Auch blöd, dass die Kamera immer so komisch aufhört. Goddammit. Das ist verdammt schnell, wenn das passiert. Goddammit, Jesus Christ. Um Gottes Willen passiert das schnell. Um Gottes Willen!
frage ich mich gerade, ob das besser ist, im Stand zu schießen. Nein, nein, nie und nimmer. Weil erst durchs Laufen habe ich es geschafft, das überhaupt zu erreichen. Komisch nur, warum funktioniert es manchmal und danach funktioniert es nicht mehr. Das ist das Merkwürdige jetzt gerade eben. Ach, dammit. Dammit. Okay, das muss ich erst wieder lernen hier. Jesus! Das muss erstmal gelernt werden hier. Das geht so dermaßen schnell ab hier. Holy shit! Das muss gelernt sein, das richtig zu machen. Ich meine, gut. Mein Problem ist, ich war natürlich viel zu hektisch und viel zu panisch dabei. Ich hätte mir ja ein bisschen Zeit lassen können und mich auf den Ring erstmal fokussieren können. Holy shit! Schläge, 2 Angriffe mit Schlägen, dann ist das Tutorial endlich beendet. Es ist wie spät, 9:30? Springe über einen in der Luft befindlichen Feind und greife während einer Heldenaktion nach unten an, um ihn zu Boden zu schmettern und den Körper und andere Körperteile zu treffen. Durch einen solchen Angriff... Ging's nicht um Schlagen? Hallo? What the fuck? Sind wir bei Niederschießen? Durch einen solchen Angriff verliert der Feind zudem alle Gegenstände und Module. Was? Um Gottes Willen. Pick a target, kill, repeat. Warum kriege ich alle? Also mein Ziel ist jetzt, ich laufe direkt auf ihn zu, springe dann über ihn drüber und schieße in der Luft auf ihn. Hat es funktioniert? Ich glaube nicht. Ach, dammit. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich eigentlich gerade falsch mache. Ja, da kommst du nicht nach hinten, Babe. Das haut nicht hin heute. Ich meine, wäre es okay, wenn ich die Hand benutze? Probieren wir es. Nee, nope, funktioniert eher nicht. Funktioniert eher nicht auf diese Art und Weise. Okay, ich muss zugeben, ich verstehe es nicht. Da wäre vielleicht jetzt die Flucht am aller gescheitesten. Und da muss ich mir das nochmal genau durchlesen, was da gerade schiefgelaufen ist bei mir. Schläge. Yep. Springe über einen in der Luft befindlichen. Was? Okay. Okay, gut. Okay, ich verstehe, was ich falsch gemacht habe. Springe über einen in der Luft befindlichen Feind und greife während einer Heldenaktion nach unten an, um ihn zu Boden zu schmettern. Okay. Probieren wir's. Jetzt verstehe ich's. Das gleiche machen wir bei dir. Nicht so. Zack, XX erstmal. Dann A, wenn das fertig ist mal.
Naja, okay. Du bist nicht besonders gut darin, Gegner in die Luft zu befördern. Aber es ist nicht schlimm. Mal gucken, vielleicht kann sie es ja. Sie kann's, Gott sei Dank. Wenigstens einer, der das noch drauf hat hier. Ich bin schon ganz erschöpft von all dem Spaß. Ja, kann so ein Tutorial nicht auch mal schön sein hier? Kann man sich nicht... Tutorial ist für mich schon völlig genug. Ich könnte auch hier schon den Stream beenden. So schön ist das hier. Okay. Ist jetzt die Arena endlich frei? Ich habe jetzt euer ganzes verdammtes Tutorial hinter mich gebracht. Alles klar, nee, die sind noch nicht fertig. Ich will dein Eis nicht. Geh nach Hause. Du weißt nicht, was du hier tust. Vielleicht muss ich hier Eis kaufen, um mit der Geschichte voranzukommen. Ich habe keine Ahnung, um Gottes Willen. Gut. Das war alles bezüglich der Kampfmechanik des Spiels. Ich hoffe, ich habe alles noch im Kopf. Wahrscheinlich nicht. Ich muss darüber. Ich muss erstmal jetzt Energiezellen sammeln. Wie mache ich das am besten? Danke, darauf habe ich gewartet. Ein Zufallskampf. Jesus Christ, ist hier viel los. Okay, wir haben Kobolde. Stufe 3. Und wir haben einen skrupellosen Schützen. Interesting. Fangen wir doch mal mit dir an, Kumpel. Zum Glück sieht die Karte einfacher, verständlicher aus. Noch. Wer weiß, was da genau passieren wird. Auf jeden Fall war das ein bisschen zu schnell. Vielleicht sollte ich mir den Anführer eher aufheben am Anfang. Okay, habe ich jetzt eine Energiezelle bekommen? Ist jetzt die große Frage. Ich hätte eine. Will ich sie schon einsetzen? Meine sicher könnte ich es machen. Aber es funktioniert anscheinend eh nicht. Wenn ich das Ganze richtig sehe. Okay. Dann brauche ich anscheinend noch eine andere. Oder? Nee, okay. Nee, das haut nicht hin. Also, warten wir darauf, dass wir noch mal irgendeinen Zufallskampf kriegen. Das ist gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Machen wir halt einfach mal den hier. Irgendwann kommt schon was. Hoffe ich. Oder das war jetzt gewollt, dass ich diesen Kampf kriege und jetzt muss ich nicht diese Energiezelle benutzen. Ich könnte. Oh, um Gottes Willen. Nein, das war eigentlich nicht mein Ziel. Dass ich das so mache. Ich weiß noch nicht mal, was ich gerade eben gemacht habe. Mein Ziel wäre es jetzt eigentlich gewesen, hier oben was zu tun. Weil da könnte ich es einsetzen. So drehe ich sie. Und jetzt habe ich hier quasi ein neues Gebiet von der Weltkarte freigeschaltet. Weit kommen tue ich leider Gottes noch nicht. Ich hätte natürlich auf diese Art und Weise auch nur den einzelnen Block hier aktivieren können. Ich komme schon dahinter, wie das läuft. Gebt mir einen Kampf. Lasset mich kämpfen. Auf dass ich meine Feinde zerstöre. Danke! Zeit wurde es. Doch, jetzt wollen wir mal richtig ausprobieren. Wir haben hier zwei Anführer. Ich will wissen, was die können. Okay, ich kann an dem einen Anführer nicht wirklich vorbeilaufen. Kann ich unterm Laufen auch Ziele wechseln? Ja. Yeah. Oh, Jesus Christ. Natürlich wäre Sephir, wenn er als erstes läuft, besser dran. Weil er macht halt den Streifschaden wieder. Ja, laufen in die Richtung. Das ist nie verkehrt. Ich habe es falsch gemacht, tut mir leid. Er ist trotzdem fast tot.
Hier, das funktioniert doch genau richtig. Jesus Christ. Okay, hier entlang laufen jetzt. Einfach mal laufen. Ich will die Teile haben auch. Ja, jetzt kannst du mal drauf einschießen noch. Ich habe nur 3 Helden, anzeigen sich gerade. Okay, wenn ihr das so meint. Ich könnte auch einen Resonanzpunkt einsetzen, merke ich. Aber ich habe nur Seven Liane zur Verfügung. Ja, warum nicht? Probieren wir es. Man kann die Richtung ändern. Okay. Okay, das hat nicht richtig funktioniert. Ich sehe, die wollen alle 3 gleichzeitig laden, merke ich. Okay. Irgendwann verstehe ich das Prinzip, aber hundertprozentig verstehe ich es irgendwann. Mich wundert... Oh, Jesus. Mich wundert, warum die gerade eben so lange laden müssen hier. Ich will meinen letzten Heldenpunkt nicht unnötig verschwenden, muss ich zugeben. Wow, okay. Ich möchte mal gern wissen, was gerade hier passiert. Wow, okay, jetzt geht's ab hier. Lauf, lauf hin! Vielleicht geht's dann schneller mit dem Lachladen. Oh, Jesus, ja. Jetzt sind wir an dem richtigen Scheißzeitpunkt angekommen. Ach, der kann sich sogar heilen. Schön für dich. Interessant. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben hier. Aber es ist gut zu wissen, dass es auch manchmal schief gehen kann hier. Wow. Also je näher ich dran bin, desto besser. Oh, Jesus. Wow, wow, also hier geht's gerade übelst ab. Der haut so richtig auf den Sack hier. Okay. Also ist auch die Entfernung zum Gegner wichtig, was das Nachladen betrifft. Je näher ich dran bin, desto besser kann ich laden. Okay. Jesus Christ. Kriegen meine Charaktere... Nein, sie kriegen definitiv keine Leben zurück. Also wäre es jetzt erstmal das Gescheiteste, zurück in die Stadt zu gehen. Ja, tun wir das. Geben Sie mir Heilung, aber sofort. Wenn ihr was wisst, wie man schnell zu Geld kommt, lasst es mich wissen und ich bin dabei. Ja, das möchte ich so gern wissen, aber ich habe keine Ahnung. Wir haben bei unseren Ausgrabungen unter Basel jede Menge Schätze zu Trage gefördert. Die Rubien sind am wertvollsten. Wir benutzen sie sogar als Währung, versteht ihr? Ach, das ist was anderes außer Geld? Da erkennt man, wie viel die Dinger tatsächlich wert sind. Okay, ich brauche eine RPG-Bleibe, in der ich trinken und essen und mich zurücklegen kann. Denn einer meiner Charaktere ist kurz vorm Sterben. Ich habe gerade gegoogelt und das Spiel spielt in der Schweiz. Was? Natürlich! Natürlich! Ah, es ist Switzerland! Natürlich, es ist alles hier volle Kanne Switzerland! Wie bitte? Ich komme gerade nicht klar. Oder meinst du das, oder meinst du dein Link, den du reingehauen hast? Ich bin gerade... Jetzt bin ich richtig verwirrt. Ich muss gerade herausfinden, wo ist meine Basis? Vielleicht kann ich mich in der Basis heilen. Denn jetzt im Moment geht's mir nicht gut. Give me help! Please! Please! Ach Gott, der sucht immer noch nach irgendwelchen Sachen. Moment. Hier oben ist meine Basis. Nein, das Spiel.
Ich meine, wenn du sagst, ich spiele in der Schweiz, dann spielst du es anscheinend in der Schweiz. Gut. Ich wollte schon immer in der Schweiz ein Spiel in der Schweiz haben. Warum rede ich nicht mit den Leuten hier? Die könnten mir bestimmt viele Sachen sagen. Gebt mir Heilung. Help. Call 911 now. Anschlagbrett in der Basis? Oh, Jesus, oh mein Gott. Ach, schön. Ja, ganz gut, wenn ich mal speichern kann. Vielen herzlichen Dank. Deine Leben sind noch nicht da. Auf dem Sofa entspannen. Wollt ihr euch ausruhen? Natürlich. Das ist gerade eben das Wichtigste, was ich brauche. Ich habe fast einen meiner Leute hier verloren. Yes. Sieht schon wieder viel besser aus. Okay, wir haben ja auch ein Bestiarium. Wenn ich verkehrt, wenn ich das vielleicht lesen würde. Ändern. Outfit wahrscheinlich umändern. Ich habe noch nicht viel. Ich habe für Zephyr eine extra Ausrüstung, merke ich. Okay. Da werde ich jetzt mal nicht so viel hinein investieren. Ins Aussehen meiner Charaktere. Die scheinen... Nur Zephyr scheint modisch gesehen angehaucht zu sein und hat mehr als ein Kleidungsstück. Ich hätte es eher von Liane erwartet, aber gut. Liane ist... Oh Gott, ich habe meinen Hauptcharakter geändert. Alles klar. Sind wir in Zukunft sie? Das ist schön. Freut mich. Warum nicht? Jetzt bin ich auf dem Dach, kann ich von hier runterspringen. Ich hoffe nicht. Aber in der Schweiz sind die Menschen sehr oberflächlich. Wirklich? Tatsächlich? Sind die so schrecklich? Sehr furchtbar. Wie kann man nur oberflächlich sein? Das geht doch mal gar nicht hier. Ich kann wirklich runterspringen. Alles klar, tut mir leid. Unwahrscheinlich, oder? Du hast recht. Vom Dach zu springen ist nicht die richtige Einstellung. Du hast natürlich recht, Leon. Oh Gottes Willen. Was haben wir denn noch in der Basis? Ich muss die Brücke reparieren. Beeilen wir uns. Es ist Lianes Zimmer. Ach, schön. Herrlich. Wunderbares Zimmer. Wenn ich einen der anderen Charaktere nehme, ist es dann ein anderes Zimmer oder ist es vor Hause einfach nur dein Zimmer? Finden wir es raus. Zephyr. Und jetzt bin ich du. Sag mir, dass ich jetzt du bin, okay? Wie sieht dein Zimmer aus? Er hat kein Zimmer. Zephyr schläft auf dem Sofa. Es tut mir so leid für ihn. Alles klar, Zephyr. Dafür, dass du so arm dran bist und in diesem Team nicht mal ein eigenes Zimmer kriegst, das soll der Hauptcharakter sein. Guck mal, ob du der Tussi die Klamotten auch wegnehmen kannst. Ich sollte Nein sagen dazu. Ich sollte Nein sagen. Aber gerade eben habe ich noch gesagt, oh, oberflächliche Menschen sind schrecklich. Und innerlich interessiert es mich auch. Nein. Nicht, dass ich sehen könnte. Ich kann ranzoomen, wenn du willst. Natürlich. Natürlich. Wenn es eine Stelle gibt, die ich unbedingt näher betrachten muss, dann sind das natürlich die Beine. Kann ich bewegen? Okay, gut. Aber warum ist das Erste, wo du hinzoomen willst? Gut. Okay, jetzt geht's ans Gesicht. Okay. Aber warum ist das Erste, was ich sehen soll, die Füße und Beine? Die Macher des Spiels werden sich was dabei gedacht haben. Jetzt habe ich Zephyr aus der Hauptcharakterrolle rausgeschnommen. Es tut mir leid, Zephyr. Aber ich kann es nicht ändern. Du bist einfach die arme Sau bei uns in der Gruppe.
Er hat kein Zimmer, er darf nicht als Hauptcharakter rumlaufen. Ich kann es nicht ändern. Das ist so. Das ist jetzt eine entschlossene Sache und entschieden und wir können nichts tun. Jetzt habe ich kurz was auf dem anderen Monitor gemacht und guck zurück und dann sehe ich die Rake so. Ja, du wirst es nicht glauben, aber auch ich war sehr schockiert. Goddammit. Ich meine, ich hätte doch schauen können, welche Items ich bekommen habe. Ich kann schauen, welche Items ich bekommen habe. Ich habe 3 Handgranaten, wir haben 3 Hohlspitzladungen. Gegen weiche oder organische Gegner. Wenig Wirkung gegen Rüstung oder Maschinen. Ja, momentan kämpfen wir gegen Goblins, da wären die natürlich super. Jetzt hat er eine Gut, wir haben eine neue Energiezelle, das machen wir gleich. Habe ich irgendwas anderes Wichtiges bekommen? Ich habe... What the fuck? Ich habe unglaublich viele Sachen für dich. Super. Gut, ich habe das Messerset. Ich habe einfach nur... Ich habe Fleisch bekommen. Super. Aus dem Kühlfach eines Supermarktes. Tausche es im Laden gegen Rubien. Cool. Kann ich nachher verkaufen. Was war das letzte? Ein Zentralliftpass. Nummer 1. Gut, dankeschön. So, das heißt, ich nehme jetzt das und baue das hier so rein. Und schon ist die Regenbrücke erfüllt und ich krieg sogar was dafür. Noch mehr Energiezellen. Ach du Scheiße. Ist das schön. Wo könnte ich mich denn hinbauen? Hughes Kraftwerk. Was wird denn das hier drüben sein? Ein verlassener Lift. Natürlich. Terminal für langsame Erholung. Dieses Terminal verlangsamt die Wiederherstellungsrate von Streifschäden. Lift zur 5. Ebene. Ach du Kacke. Es gibt definitiv viel zu entdecken hier. Frage. Hierher erstmal. Glücksgriff. Durch dieses Terminal steigt die Rate fallengelassener Gegenstände um den Faktor 1,5. Das hört sich super an. Ich glaube, ich bin gewillt, das fast schon einzusetzen. Finstere Gasse. Unkontrolliert und gefährlich. Auf Gassen wie diesen sollte man sich nicht unbewaffnet aufhalten. Ja, da bin ich ja genau richtig aufgehoben. Okay. Wenn ich verkehre, wenn ich es vielleicht so aufbaue. Oder will ich zur 6. Ebene? Nee, ich glaube, ich baue erstmal hier unten alles frei. Ach, ich kann gar nicht. Ich kann auch so nicht. Der will mich gar nicht. Der will gar nicht, dass ich das hier benutze. Okay. Hier kann ich es leider nicht einsetzen. Okay, ich bin leicht verwirrt, was hier gerade passiert. Hier kann ich es einsetzen. Jetzt habe ich es allerdings fast verschwendet. Oder ich habe es verschwendet. Leicht verwirrt? Ich wollte ja eigentlich hier weiterbauen. Aber gut, wenn das Spiel sagt, nee, das geht nicht, dann geht es halt nicht. Will ich schon zum Zentrallift? Ja, eigentlich nein. Will ich zur finsteren Gasse? Ja, das sind die Köter. Probieren wir es. Hallo, liebe Köter. Heute ist euer Glückstag. Ihr kriegt extra frische Neulinge hier serviert, weil ich die nicht richtig kontrollieren kann. Es gibt noch viele weitere Outfits. Woher weißt du das? Ich bin gespannt, ob ich mich mit den Outfits weiter befassen will. Das wird sich dann schon noch zeigen. Nee. Halt. Der erste, der angreifen muss, ist C4, weil er hat das Maschinengewehr. Du läufst am besten mitten durch. Es wäre nicht schlecht, wenn ich ein paar Mal die Ziele auch einfach wechsle, weil dann kann ich mehr Leute mit Streifschaden fertig machen. Okay, ja, der ist sehr weit weg. Ach du Kacke.
jetzt aber hier. Weg mit dir. Oh Goddammit. Sephir, ruhig bleiben. Ich krieg dich da schon raus irgendwie. Das ist nicht mein Ziel, Sephir. Komm schon. Einen kriegen wir noch hier. Passt schon, passt schon, passt schon. Du stehst gut. Das Blaue ist nur temporärer Schaden. Das Blaue ist Streifschaden. Und Streifschaden wird quasi als temporär gewertet, sobald ich allerdings dann mit einer Handfeuerpistole direkten Schaden verursache, wird der Streifschaden auch mit abgezogen und gilt dann quasi als super Bonusschaden. Bringt auch mehr Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Jesus. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da macht es natürlich auch wesentlich mehr Sinn, um einen Gegner zu laufen bei der Dreifachattacke. Weil dann haben die anderen, wie zum Beispiel unser Sephir, so weit weg von dem Gegner, dass der kann da gar nicht hingehen und schießen. Weil der muss so lange nachladen. Da wäre es ja fast okay. Aber schön ist jetzt der Einzige. Ich laufe einfach mal mit ihm. Nimm das hier mit. Oh Gott, ja, der Hund, der will was von mir. Help me! Help! Au! Okay. Du hilfst mir gerade eben. Ja gut, der hilft mir schon was. Passt schon. Das nehme ich gerne an. Wir haben wieder Gefahr. Super. Sehr schön. Gut. Okay. Damn it. Oh ja, der will, glaube ich, was von mir. Nimm mal so viel mit, wie es geht. Haben wir noch irgendwo weitere Teile? Ja, hier drüben. Oh Gott, damn it. Jetzt aber. Das muss man erst noch lernen, wie das genau funktioniert hier, diese Schießerei. Aber ich bin doch gewillt, das zu lernen. Ich habe ein Ziel erfüllt, wenn mich nicht alles täuscht. Dankeschön. Auftraggeber, Bericht erstatten und bekannte Mitarbeiter aus der Stadt Ebel. Ja, dann machen wir das doch mal schnell hier. Bevor ich nochmal von irgendwas Bösen angegriffen werde, denn ich habe schon wieder nicht mehr volle Leben hier. Ich hätte mir doch das Softeis kaufen sollen, verdammt. Ich muss mich überwinden und einfach Bigfoot Milch zu mir nehmen. Du bist nicht der alte Mann, den ich hier sehen will. Geh nach Hause. Du bist doch betrunken. Ist der alte Mann überhaupt wach um diese Uhrzeit? Gott, der ist ja auf der völlig anderen Straßenseite hier. Der ist ja auf der völlig anderen Seite der Stadt. Warum eigentlich das Spiel und kein Stalker? Weil ich neben Stalker einfach noch was anderes spielen wollte. Stalker ist deswegen ja nicht weg. Stalker kommt auch wieder. Nächste Woche erst. Freitag wieder. 20 Uhr. Geht's weiter. Wow, ihr habt euch gründlich um diese Hunde gekümmert. Jetzt komme ich endlich in Ruhe zum Coffee Chelsea. Ja, kein Problem. Kriege ich Geld von dir oder so? Hallo? Anscheinend nein. Anzeige ist raus hier. Wegen mir oder wegen ihm? Es wurde eine neue Mission hinzugefügt. Okay, Fundbüro. Zeigt detaillierte Infos über das Ziel, das, was ich kriege. Ich habe was verloren und könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Alles weitere erkläre ich beim persönlichen Gespräch. Okay. Wo finde ich dich denn? Ebene 3, Theresas Anwesen. Das ist nicht in der Stadt, oder? Nein, das ist irgendwo völlig woanders. Okay. Ich werde dich finden. Kann ich mit dir jetzt endlich mal was anfangen?
Habt ihr Energiezellen? Ich gebe euch was Gutes dafür. Nein, für dich habe ich gar nichts. Ich habe heute keine Rose für dich. Okay, wir haben dieses Zeug bekommen. Und bei dem Motorroller war gerade was unglaublich Glitzerndes. Das will ich haben. Alles, was glitzert, will ich haben hier. Hallo. Gib, gib, gib. What's that? Oh, ich glaube, ich habe was gefunden. Danke. Schrauben wir mal ein paar Schrauben von dem Motorroller weg hier. Ich bin sicher, die braucht das Ding gar nicht. Jetzt ist die Anzeige berechtigt, nur mal so nebenbei. Oh, Gottes Willen. Du bist nicht die Dame von heute, oder? Du bist ein Kerl! Wie wär's mit Erste Hilfe zur Erholung von Streifschaden? Rüste du deinen Erste-Hilfe-Kasten aus, um ihn in den Kampf einzusetzen? Hört auf, mit euren scheiß behinderten Erste-Hilfe-Kasten zu verkaufen. Der ist unglaublich teuer, den will ich nicht. So eine Tussi hat alleine Twister in Leggings gespielt. Wär das nichts für dich? Das Thema ist das. Ich weiß nicht, wie ich mich gegenüber eines Twisters verhalten soll. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt hier von Twister, dem Spiel-Twister, redest. Oder von einem wirklichen Twister. Du redest wahrscheinlich vom Spiel-Twister in Leggings. Ich bin nicht besonders gelenkig. Und Leggings reißen bei mir wahrscheinlich ziemlich schnell. Wenn dir das gefällt, kann ich das mal gerne probieren. Aber erstens wird mein Twitch-Kanal gesperrt. Zweitens wird wahrscheinlich mein YouTube-Kanal gesperrt. Drittens ist dann wieder eine Anzeige raus. Und viertens, so viel Schmerzensgeld kann ich nicht zahlen. So viel Geld habe ich nicht. What the fuck? Ich will was von meinen Zeug verkaufen. Ja, die perfekte Hilfe verkaufe ich, genau. Wir haben irgendwo Glitzerzeug gehabt, das ich verkaufen darf, haben sie gesagt. Vorsicht, das sieht scharf aus. Zur Objektsynthese verwenden. Ne. Fleisch. Jesus Christ, kriegen wir da viel Geld rein. Okay. Stofffetzen. Ne, ich glaube, das lasse ich alles noch. Wir haben ein bisschen Geld. Pulvergel. Ich will mich noch nicht allzu sehr jetzt da hineinversetzen. Aber ein Erste-Hilfe-Kasten für 100 Punkte Streifschäden? Nee. Nee, geh nach Hause, Junge. Jetzt schaue ich mir tatsächlich das Eis an. Off with you then. Wenn ihr fertig seid, dann verkrümelt euch wieder. Du bist ohne Scheiß, du bist ein sehr, sehr unfreundlicher Verkäufer. Ich möchte das Mädchen wiedersehen. Das Mädchen war viel netter. Die wollte mir zwar auch den Scheiß Erste-Hilfe-Kasten verkaufen, aber trotzdem, so das kannst du nicht bringen hier. Nicht in der Schweiz. Oh nein, die drei Fleisch braucht man, um den Endboss zu besiegen. Oh nein, scheiße, stimmt. Jetzt kann ich sie nur noch für das Doppelte vom Geld zurückkaufen und das habe ich nicht mehr in der Hand. Arena. Ganz schnell. Was tut das Softeis? Es ist keine Erklärung beim Softeis dagestanden. What's up? Cremige Erfrischung, zeig nochmal. Softeis aus 100% Bigfoot-Milch, am Geschmack aber nicht zu erkennen. Gib mir eins. Lass mich raten, die Erklärung ist genau das gleiche. Jupp. Yep. Ich kann nichts damit tun im Moment. Nein, danke, ich möchte die perfekte Hilfe nicht. Stellt die GP des Ziels komplett wieder her, aufgrund der Materialknappheit und Verlust der Raffinerietechnik ein seltener Pfund. Ich glaube nicht, dass ich das verschwenden sollte. Denn das brauche ich wahrscheinlich auch für den Endboss. So, ich würde sagen, ein bisschen spielen wir noch. Denk das mal zu Ende. Das bedeutet auch, es muss Bigfoot Möpse geben. Natürlich!
Natürlich! Sehen die dann aus wie haarige Füße? Natürlich! Es muss schon Grund geben, warum man den Bigfoot immer nur von hinten sieht, wenn die mal so ein Bild von dem schießen. Weil sie ihn von vorne nicht zeigen können, natürlich, das wäre ja dann Pornografie. Und das kann man im Fernsehen nicht darstellen. Also früher hat man es nicht darstellen können. Heute mit Game of Thrones ist das alles, und anderen Serien ist das alles völlig egal geworden. Aber natürlich, das macht jetzt um so viel mehr Sinn. Um Gottes Willen. Also jetzt, ich seh die Bigfoots aus einem völlig anderen Licht. Ob es positiv ist, dieses Licht, weiß ich im Moment nicht. Es ist ziemlich unangenehm. Eieieiei. Also so ist es interessant, Resonance of Fate. Storymäßig, bis auf die Tatsache, dass wir jetzt diese Regenbrücke geklärt haben und ich eigentlich mehr von der Weltkarte sehen will und sowieso leveln muss, bin ich gespannt, was uns storymäßig noch erwartet. Es kommt mir so vor, wenn ich jetzt noch weiter hier sinnlos die Karte angucke, geht es storymäßig wahrscheinlich überhaupt nicht mehr voran, was natürlich Sinn ergibt, Pony. Warum erzählst du so einen Schmarrn? Also ich darf an den roten Punkt anscheinend durchgehen. Kann es sein, dass es einfach daran liegt, weil der für mich noch gesperrt ist? Okay, akzeptiere ich. Aber darf ich Kaffee Celsi wenigstens verbinden hier? Wäre das wenigstens möglich? Irgendwie. Moment. Dreh. Wenn dann so. Nee, wollen sie auch nicht. Okay. Dann halt so. Eine erste Hilfe bekommen. Super. Gut. Ja, okay, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zum Zentrallift. Erstmal zurück. Betrete, da ist eine Quest offen. Und dann brauche ich nochmal eine Energiezelle. Hallöchen, Herr Chefkoch, was bieten Sie denn heute an? Ach, du bist der Kerl, der mich die Messer... Natürlich! Ich denke mir die ganze Zeit über, das ist ein Amokläufer oder Massenmörder. Natürlich ist er Koch, deshalb braucht er die Messer. Pony, warum denkst du das Ganze niemals komplett durch? Oder warum musst du immer bei solchen Themen an sowas denken? Er ist Koch. Natürlich. Scheiße. Hier. Das sind meine Messer. Boah, wollte mir etwas sagen. Ich hätte so etwas Wichtiges vergessen. Er ist Koch. Und er vergisst seine scheiß Messer. Wie berühmt bist du? Gordon Ramsay-Status hast du wahrscheinlich noch nicht bekommen. Der vergisst seine Messer nicht. Der nimmt sie überall hin mit. Jedenfalls danke ich euch. Ihr habt mir den Job gerettet. Und würdet ihr auch meiner Mutter danken? Natürlich machen wir das. Ist kein Problem. Da hinten glitzert was. Das will ich sofort haben. Gib. Oh, ich glaube, ich habe was gefunden. Schon wieder erste Hilfe. Alles klar. Kurze Frage. Also, wenn ich es richtig sehe... Vashiron hat die Brandwunden. Wie hat er 100? Nur mal kurz so nebenbei. Nö, er hat gar nichts hier. Er hat einfach nur eine Handgranate. Und Zephyr hat im Moment eine Magazinkiste, wo ich ihm die Hohlspitzladung reinhauen könnte. Okay. Ich kann ihm leider Gottes nichts anderes geben. Du benutzt natürlich die erste Hilfe, warum auch nicht. Erzeugt ein Anti-Schadenfeld, welches Körperschaden halbiert. Ja, ich glaube, ich lasse dir die erste Hilfe weg. Du kannst hier das Softeis benutzen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was das am Schluss ergeben wird, wenn ich das Softeis in einen Kampf benutze. Wie viele Leben werde ich dadurch kriegen? Oder stirbt mein Charakter einfach an Ort und Stelle, weil es Bigfoot nicht ist? Wir werden sehen. Okay. Okay. Fähigkeitsmäßig. Ich glaube, das muss ich alles mal offline durchgehen. Wenn ich das alles hier während einem Stream mir anschaue,
dann werden viele Leute traurig und böse und gemein wahrscheinlich zu mir irgendwann. Was ich heißen soll, dass ich nach diesem Stream aufhöre, das Spiel hier zu streamen. Das ist mein Ziel, das durchzuspielen im Stream. Was bestimmt nur so 20, 30 Sessions dauern wird. Wieder zurück. Nach Ebel. Dankeschön. Mutti, wo bist du? Ich hab deinem Sohn die Messer gebracht, jetzt kann er wieder kochen gehen. Was kriege ich dafür von dir? Ich könnte es mir anschauen in der Mission Memo, aber ich lass mich gerne überraschen. Da bist du. Ey, ey. How are you? Ihr habt ihm die Messer rechtzeitig gebracht. Oh, ihr habt mir das Leben gerettet. Vielen Dank. Kaum zu glauben, dass mein Sohn als Koch für Kardinal Barbarella arbeitet. Wahnsinn! Und dann vergisst er eiskalt seine Messer. Übrigens hat mein Sohn die Kochkünste von mir geerbt. Im Ernst? Das erklärt, warum er seine Messer vergessen hat. Okay, zurück zur Anschlagstafel, dann kriege ich wahrscheinlich meine Dinge. Oder ich habe sie schon gekriegt. Was habe ich eigentlich gekriegt? Irgendwas werde ich gekriegt haben, aber hundertprozentig. Da bin ich voll und ganz sicher. Ist nur leicht verwirrend ja alles, aber nur leicht. Irgendwann verstehe ich es und da bin ich sowas von intelligent. Wow. Freue ich mich schon auf diesen Tag, wenn er endlich mal kommen wird. So. Letztes Ziel für heute. Ich muss es irgendwie noch ins Café Chelsea schaffen. Und dafür brauche ich noch mehr Gegner. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo! Wie geht's euch? So, wenn... Ich könnte es mir einfach machen, ich könnte den Anführer killen, aber ich will noch ein bisschen Spaß haben heute. Weil das könnte durchaus der letzte Kampf der heutigen Streaming-Session sein. So, mein Ziel ist es erstmal nach vorne. Schießen? Leveln? Natürlich leveln. Okay. Interessant. Das war nicht mein Ziel. Entschuldigung. Habe ich immer verkackt hier. Level up, jetzt geht's auf hier. Ach, ich wollte den Anführer ja gar nicht als erstes töten hier. Ich wollte auch ein bisschen Spaß haben, verdammt nochmal. So krieg ich nie genügend Gegenstände zusammen, um ein Multimillionär in dem Spiel zu werden. Fuck! God damn it, nein! Was habe ich bloß getan? Finstere Gasse und die Hauptstraße. Jetzt verstehe. Also wenn ich hier reinlaufe, wird alles böse und tödlich und die wollen mich nur killen. Und wenn ich hier bin, bin ich safe. Das ist schön. Das freut mich. Okay. Jetzt muss ich das hier noch versuchen, irgendwie zu verbinden. Zum Beispiel so. Deshalb möchte ich aber auch gerne hier noch reingehen. Aber sie lassen mich nicht. Echt schade ist. Dafür kann ich das machen. Und ich krieg eine Truhe dafür. Mein Gott, bin ich gut. Ich habe was Neues zum Ankleiden bekommen. Ja, okay. Das bin ich aber schon mal interessiert. So doof. Jetzt bin ich ja schon mal interessiert dran, ob mir die Kleidungsstücke... Ich habe gar nicht durchgelesen. Bringen mir die Kleidungsstücke überhaupt was? Let's find out. Hallo? Geh weg. Erstmal muss ich herausfinden, für wen ich das Kleidungsstück bekommen habe. Ja, das wird schwierig. Lian? Hast du was Neues? Ist es überhaupt ein Kleidungsstück? Augenblick. Das findet mir jetzt sofort daraus. Hier ist es nicht. Nope. Doch. Für Vashiron. Dieses Holster von Army bietet dem modebewussten Kämpfer alles, was er braucht.
Okay. Gucken wir mal, vielleicht sieht es ja so stylisch aus, dass die Gegner einfach vor Hauses umfallen und tot sind. Wow. Seht ihr den bemerkenswerten, krassen Unterschied, der hier gerade entstanden ist? Die Welt ist gerade um ein Fünfzigstel. Nur um ein Fünfzigstel. Aber immerhin um ein Fünfzigstel besser geworden. Dankeschön. Ich tue dem Spiel zu sehr weh. Das war halt damals in. Muss man verstehen. Es ist ja schon ein älteres Spiel. Es war einfach damals in, dass man kleine Stücke bekommen hat, die keinen Sinn ergeben haben. Hier, man muss es... Moment! Ladies and Gentlemen, bevor wir jetzt anfangen, hier böse Dinge zu sagen. In diesem Spiel kriege ich meine Kleidungsstücke wenigstens umsonst. In den heutigen Spielen muss ich für solche Kleidungsstücke 50 extra Cashcoins zahlen, die ich mir für 5 Euro kaufen muss erst. Okay? Vielleicht hat dieses Spiel solche Unternehmen auf die Idee gebracht, dass man mit so einer Scheiße Geld verdienen kann. Das kann schon sein. Aber hier kriege ich es wenigstens umsonst. Merkt man es mir an, dass ich versuche, Ausreden zu finden? Ich hoffe nicht. So, letzter Deal des Tages, Herr. Ich wollte ins Café. Jetzt töte ich nochmal ein paar Goblins. Alles klar. Sephir, du bist als Erster dran. Lauf ein bisschen nach vorne. War jetzt nicht so gut. Ich hätte auf den anderen schießen sollen. Ich will nichts Falsches sagen, aber Lian kümmert sich gerade um das ganze Gebiet hier. Die erledigt gerade alles alleine. Nimm die Ausrüstungsgegenstände mit. Ich habe schon wieder Fleisch bekommen, siehst du? Schon wieder Fleisch habe ich bekommen. Ich kann den Endboss wieder besiegen. Ist das schön hier? Oh Gottes Willen. Krieg ich den Punkt hier noch oder kriege ich ihn nicht? Das ist jetzt die Frage. Jetzt aber hier. Nein, das kriege ich nicht natürlich nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ja, da komme ich nicht hin. Ja gut, ich meine, ich kann es probieren. Und jetzt mache ich einen Resonanzangriff. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob das funktionieren wird. Wahrscheinlich nicht. Let's try it out anyway. Ich komme noch nicht richtig dahinter, wie das genau funktionieren soll. Aber irgendwann funktioniert es, aber hundertprozentig. Du bist als Erstes dran. Nee, gut, dann schießt du normal. Falscher Knopf. Oh, Jesus. Oh Gott, komme ich überhaupt so weit hin zu dem, ohne dass ich ihn töte? Let's find out! Hat funktioniert? Natürlich. Menschen ermorden mit Schusswaffen, das wird irgendwann so einfach, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Mädchen, von was redest du? Du hast in einem Lauf 3 Kobolde umgebracht. Du bist die allerletzte, die mit sowas jetzt daherkommen kann. Nur damit wir uns ja klar verstehen. Die wirkliche Massenmörderin hier, die bist du. Geht's Kaffee, Shirley. Da bist du richtig aufgehoben jetzt hier. Kaffee kann ich jetzt echt gebrauchen.
Habe die Ehre. Wie geht's? Du hast da was für mich. This is an easy one. Just don't let it get damaged and you'll be fine. Done. To tell the truth, I'm more worried about you. Mind the wrist. If anything happened to you, where would that leave us? God only gave you one body. Take care of it. I'll try to remember that. Okay. Wir haben einen Aktenkoffer bekommen. Ach, das ist schön. Da kann man jetzt endlich mal habe ich was bekommen, wo ich Sachen reintun kann. Wisst ihr, wie wichtig mir das ist, wenn ich sowas habe? Jesus. Wir sind noch gar nicht fertig? Okay, gut. Ich finde nicht, dass ein Mädchen in deinem Alter Rotwein trinken sollte. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Zeug richtig krass reinhauen kann. Ach du Kacke, schüttet die das weg. Oh Gott, jetzt hat sie einen Rausch. Nein, was haben wir bloß getan? Wir haben einer minderjährigen Alkohol verabreicht und jetzt glaubt sie, sie ist in irgendeiner virtuellen Welt. Control of resources. Longevity. What else does Zenith's providence hold for us? Wir werden sehen. Glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Okay. Wir müssen wieder zurück nach Ebel. Muss ich sowieso. Mach kurz Karten, was habe ich verpasst? Ich hab den Endboss besiegt. Das war alles. Und wir haben der Minderjährigen Rotwein gegeben. Und dann sind schlimme Dinge passiert, auf die ich nicht näher eingehen möchte. So, wir gehen nochmal rüber hier nach Ebel. Hoffentlich passiert es nicht nochmal eine extra Quest hier. Nein, denn ich werde jetzt speichern. Ohne die drei Fleisch. Das ist das Coole. Ich habe die drei Fleisch während des Endbosskampfs bekommen und habe sie dann eingesetzt. Also eins davon habe ich eingesetzt. Die anderen beiden habe ich noch hier. Irgendwo. Nee, ich habe sogar alle drei bekommen dafür. Das ist schön. Siehst du, jetzt kann ich einen neuen Endboss besiegen. Ach Gott, damit. Tu dich entspannen hier. Das ist das Allerwichtigste jetzt. Entspannen erstmal. Dann gehe ich speichern und dann danke ich euch schon mal im Vorhinaus, dass ihr heute hier wart. Aber hier den Save. Vielen herzlichen Dank. Ja. Resonance of Fate. Ein interessantes Spiel, auf das ich sehr gespannt bin, wie es sich entwickeln wird. Sowas helfen, natürlich helfen sowas gegen Schusswunden. Daran merkt man, du hast noch nie auf einem Sofa gelegen. Du glaubst nicht, was das für eine heilende Wirkung hat. Das ist schon fast, als würde die Hand Gottes persönlich runterkommen und über deinen Kopf streicheln und dann bist du gesegnet mit allen möglichen Body. Das ist der Wahnsinn. So ein Sofa, kauf dir eins. Das ist der Wahnsinn. Ich habe selber eins hier. Ich benutze es täglich. Meine Wunden. Dass ich so viele Wunden am Tag leide. Es ist ein gefährliches Business, wo ich unterwegs bin. Der Pferdebranche. Wo wir deinetwegen mitbekommen haben, dass ich gar kein Pferd bin. Also, was hast du mir bloß angetan? Ich vergesse den Link nicht, den gucke ich mir erst nachher gleich an. Aber du findest, die AID ist viel zu weit links noch. Da geht noch mehr, würdest du sagen. Okay, wenn das so ist, dann bin ich gespannt, welche Parteien wir in der Zukunft noch sehen werden, die noch mehr rechts sein können als die AfD. Ansonsten, Dankeschön fürs Zusehen, war eine super Zeit hier. Habe mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wann ich das hier nächstes Mal wieder streamen werde. Ich hätte es mir jetzt vorgenommen, immer am Samstag dann.
20 Uhr, selbe Uhrzeit. Aber es kommt immer darauf an, wie es mit der Arbeit aussieht, wie es zeitmäßig aussieht. Stalker wird sich gar nichts ändern. Ich will Stalker eigentlich immer am Freitagabend machen. Außer man würde sagen, okay, das ist zeitlich gesehen kacke. Das soll ich woanders machen. Dann bin ich natürlich flexibel. Ich probiere es dann woanders da reinzukriegen. Aber das wäre jetzt eigentlich mein eigentlicher Streamingplan. Freitag Stalker, Samstag das hier. Und dann gucken wir mal, wie die ganze Scheiße voranläuft. Ein Wusch kommt zum Ende des Streams mit einem Ahu! Willst du mich verkackeiern? Sag mir eines, hast du wenigstens einen Rausch? Wenn der Rausch nicht da ist, dann liebe ich dich nicht mehr. Dann verlasse ich dich morgen. Ja, okay, das ist ein Bombenrausch, würde ich sagen. Alles klar, das ist super. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, war eine super Zeit. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt richtig gespeichert oder habe ich einfach nur so getan? Ich war so abgelenkt von euch. Ich habe seit 20 Stunden schon gespielt, Mann, ist das schön. 2 Stunden sind es. Ansonsten, meine Gesellschaft ist ein Segen. Absolut. Absolut. Jedes Mal schön, wenn du hier bist. Jedes Mal super. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich von euch mit einem sauberen Bye-Bitches. Da muss ich erstmal schauen, dass ich mit der Maustaste auf die Endstream-Dingensen komme. Jetzt aber ja. Ah!